Road to Power heißt das neue Add-on für Crusader Kings 3. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer wahnwitzigen Reise aus der Gosse zum Thron. Wir steigen ein. Ich habe Crusader Kings eine ganze Weile nicht gespielt. Ich war ganz erschrocken, als ich auf Steam gesehen habe, dass ich zuletzt angeblich 2022 nach dem Thron gegriffen habe. Das hat jetzt ein Ende, diese lange Wartezeit. Denn mit dem neuen Add-on kommt auch neue Lust, neues Spiel. So. Okay, was machen wir denn? Jetzt müssen wir uns erstmal eine Zeit aussuchen. Lol, vom Bettler zum Millionär. 867, 1066, 1178. Wir finden, in der Mitte ist schon ganz gut, ne? Schicksal Englands, was ist das? Man weiß es nicht. Das sind so verschiedene Szenarien, ne? Vom Bettler zum Millionär. Ist es das Neue? Ne, das ist zerschlagen Iberien, die wandernden Verbanden. Warum ist hier so ein Stern? Dann machen wir das, finde ich ganz gut. Wen haben wir denn hier? Kleinkönig Murchard, Herzog von Böhmen, Herzogin von Toskana. Das Neue ist 1178. Hör ich hier gerade. Das hier, Schwert des Glaubens, Ruf des Reichs. Achso, ist das das Neue? Okay. Boah, das ist alles fortgeschritten. Wir haben Statthalter von Bulgarien, Statthalter von Mysia, Gräfin von Kakheti, Statthalter von Epirus und der König von Rum. Oder Rum. Der König von Rum? Oder den eigenen Herrscher. Und das werden wir sowas von machen. Wir erschaffen unseren eigenen. Ich will nicht irgendwer sein, den es schon gibt. Wir nehmen unseren eigenen Herrscher. Wenn ihr gar nicht wisst, worum es geht, kann ich euch versuchen, so ein bisschen abzuholen. Es sieht kompliziert aus und es ist auch ein bisschen kompliziert. Wir werden jetzt als irgendein unbedeutender Adelsmann anfangen und müssen jetzt erstmal einen eigenen Charakter erstellen. Und das machen wir hier. Erschafft euren eigenen Herrscher. Erschafft euren eigenen Herrscher. Und ich glaube, jetzt müssen wir jetzt hier schon mal eine. Wo wollen wir denn hin? Das spielt hier alles. Guck mal, hier ist Europa, hier ist Polen, Ungarn, Dänemark, Heiliges Römisches Reich. Wo wollen wir denn hin? Habt ihr Vorschläge? Wo gefällt es euch? Wir können nach Sizilien hier. Kann das sein, dass der Ball hier noch näher dran ist am Stiefel? Ich höre hier Polen von King Knusper wird gewünscht. Was sehe ich noch im Chat? Sizilien, Byzanz, ja. Hier, Byzanz. Dänemark klingt ja auch sehr, sehr, finde ich, vortrefflich. Dänemark. Preußen, ja, ist auch schön. Griechenland. Plotzbrumm. Sizilien, jetzt habe ich. Dänemark und Sizilien habe ich schon mehrfach gehört. Sizilien ist doch schön. Ganz klar Polen. Oh Gott, jetzt kann ich mich wieder gar nicht entscheiden. Polen habe ich schon zweimal gehört. Ich glaube, Polen hat ein ganz gutes, so geografisch, eine ganz gute Ausgangssituation, weil man so viele Grenzen hat auch, oder? Komm, dann gehen wir nach Polen. So, jetzt sind wir in Polen. Ich will mir jetzt aber meinen eigenen Charakter. Erschafft euren eigenen Herrscher. So. Wenn ihr gar nicht im Spiel seid, versuche ich mal kurz mit dem wenigen Stunden Erfahrung, die ich habe, euch zu sagen, was wir jetzt hier machen. Wir fangen jetzt mal an, uns einen Herrscher zu bauen. Wir können auch das weibliche Geschlecht nehmen, aber das Spiel ist in dem Sinne sehr realistisch, als dass Männer es einfach deutlich leichter hatten früher und deswegen machen wir uns das natürlich jetzt auch leicht. Jetzt können wir das Aussehen ein bisschen anpassen. Ist jetzt aber vielleicht gar nicht so entscheidend. Wir können uns jetzt hier so Wappen aussuchen und warte mal, was können wir hier? Name ist nicht Glukowski. So, der ist natürlich was habe ich jetzt gesagt? Plom Wilbald von was habe ich jetzt gesagt?
Willst du direkt König sein? Nee, ich will nicht direkt König sein. Ich will nicht direkt König sein. Denk dran, als landloser Abenteurer zu starten. Ah ja, 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 wir kommen dahin gleich. Keine Panik. Wir gehen gleich zurück. Alles gut. Keine Panik. Wir gehen gleich zurück. Pass auf, pass auf. Erstmal sind wir Wilbald, der Niederträchtige. Mein Motto ist, auf dem Weg zum Thron ist kein Rastplatz. Auf dem Weg zum Thron ist kein Rastplatz. Okay. Vielleicht muss das Komma dann auch nicht hin. Auf dem Weg zum Thron ist kein Rastplatz, ist ein sehr, sehr, sehr guter... So, aber wir sollen hier zurück. Das ist noch nicht richtig. Wir müssen erstmal gucken, dass ich richtig starte. Und zwar... Pass auf, wie kann ich das genau machen? Warte, hier Reiche, Herzogtümer, Königreiche, Großreiche. Kennen wir hier die Herzogtümer? So. Ich glaube, war das nicht hier unten? Auf Herzog, fangen wir als Herzog an. Oder als landloser Herrscher. Landloser Herrscher ist natürlich auch echt... Klingt sehr, sehr gering. Und jetzt... Der Thronsaal ist kein Ponyhof, ja. So, jetzt können wir hier irgendwo hingehen, oder was? So... Hier Lublin zum Beispiel. Plock. Ja, an die Küste ist auch nicht schlecht. Sehe ich das richtig? Hier schön an die Ostsee ran, oder was? Hier so? Können wir jetzt uns das hier, so wollen wir da, das nehmen hier, das hier. Und jetzt machen wir einen eigenen Herrscher. Ist nicht ganz Küste, wir können auch noch Smallland hier, wir können auch... Ah, die gehören zusammen, guck mal, die sind... So, das ginge. Das ist das Große. Das ginge. Wir nehmen das hier. Gedankst etwas westlicher. Das hier. Ja, das ist aber... Das ist aber sehr klein. Sehr, sehr klein. Das könnte man natürlich auch nehmen. Dann hätte man jetzt das. Aber jetzt müssen wir aber einen eigenen Abenteurer erschaffen. So. Vorname. Wilbald. Ja, Wilbald. Dynastie. Achso, warte, das. Die Dynastie ist die Dynastie der... Wie heißen wir denn? Wilbald. Die Brotlosen. Brot und ehrlos. Ruchlos. Perspektivlos. Wilbald. Die Wilbaldina. Bier, ist das überhaupt hier? Muss doch hier sein. Zwerg, Riese, Stottern, Lispler. Da, Klumpfuß. Naja, was ist der Null? Das bringt mir ja gar nichts. Du brauchst die 400 Punkte eh nur für die Achievements. Ja, man muss nicht unbedingt auf Punkt Null kommen, ne? Dann machen wir doch feige weg und dann machen wir das doch jetzt so. Ist doch okay. So, ich finde, das ist jetzt wunderbar. 414 ist okay. So, ich finde, das machen wir jetzt. Sind wir bei 414, ist egal. Ist jetzt auch nicht zu viel. Das ist schon okay. Finde ich schon gut. Ja, wir können uns noch krasser machen, aber dann ist es bei Power Gaming. Ich könnte jetzt hier natürlich noch hinterlistiger Puppenspieler machen. Dann wären wir im Grunde genommen komplett unbesiegbar. Nee, alter Schwede, das ist 25. Naja, ich will ja auch jetzt nicht so...
Nee. Es ist schon, ich will schon auch ein bisschen Rollenspiel sollten wir auch schon machen. Sonst ist das blöd. So. Lass mich mal kurz überlegen, wie ich das jetzt am besten noch hinkriege. Kampfgeschick und Kriegsführung kommt weg. Und Verwaltung. Also, wie kriege ich jetzt noch einen einzigen Punkt weg? So. Das finde ich einen guten Kompromiss. So machen wir das jetzt. Fertig. Charakter abschließen. Und jetzt müssen wir noch Folgendes machen. Warte, jetzt zack. Lagerstandort Krakau. Nee, wir wollten... Was, müssen wir noch auf Land losgehen? Ey, wo ist mein Heini? Warte mal, was soll denn das? Ach. Muss ich jetzt das nochmal machen? Nee, ganz unten. Warte, zurück. Zurück. Ich war schon richtig... Achso, der war in der Liste. Ah, da. Ja. Okay, Krakau. Jetzt wohnt er da in Krakau. Sollen wir hier sein? Ist das okay? Oder wie machen wir das jetzt? Und jetzt starten wir hier, ja? Krakau ist doch ein ganz guter Ort. Oder wollen wir uns woanders hin bewegen? Auf geht's, ha? Dann lass einfach anfangen. Wisst ihr nicht, was wir jetzt noch... Lass einfach mal beginnen. Herr Wilbald von die Eroberer. Was? Wie, die Eroberer? Die Männer? Warte mal, was ist das denn? Das ist ein... Warum heißt der so komisch? Weiß ich nicht. Das ist ein Anzeigefehler. Okay, wir fangen jetzt an. Die Straße, auf denen wir wandeln. Der Weg vor mir erstreckt sich immer weiter, wie ein einzelner gewundener Faden, der sich zum fernen Horizont schlängelt. Mein Lager ist ruhig. Nur ein paar verstreute Zelte und Packtiere, die in der Brise gähnen. Fremde und Mitläufer erheben sich mit der aufgehenden Sonne und bereiten sich widerwillig auf ihre morgendliche Arbeit vor. Die meisten von ihnen sind jenes gemischte Gesindel, das in jeder neuen Stadt in einer Gruppe auf der Straße Einzug hält oder wieder aus ihr abwandert. Nur wenige Gesichter sind mir mehr als flüchtig vertraut. Das muss ich mir entscheiden. Glücklicherweise sind jene, die ich gut kenne, wortgewandte Plauderer. Ihr beginnt mit zwei Anhängern, die über ein gewisses Können in Sachen Diplomatie verfügen. Und nicht einmal Diebstähle in der Nacht. Ihr beginnt mit zwei Anhängern, die über ein gewisses Können in Sachen Ränkespiel verfügen. Das ist ja eigentlich auch mein Skill. Sollte ich nicht etwas anderes nehmen? Das wäre auch Bildung. Und das wäre ohne Anhänger. Also ich meine, ich bin doch selber komplett der Ränkespiel-Champion hier. Ich sollte doch jemanden nehmen, der eine andere Fähigkeiten hat, oder nicht? Also entweder Bildung oder Diplomatie. Oder machen wir alle Ränkespiele und sind die Ränkespielbande. Das kann man natürlich auch machen. Wir können komplett sagen, alles ist Ränkespiel und wir machen nur Chaos. Dann wären das Kenner und Christina. Ach komm, wir machen das jetzt. Die Renkis. Finde ich ganz gut. So. Es ist Pause. Schatzkammerraub. Okay, ich glaube, wir können jetzt Sachen klauen. Die Musik ist euch zu laut. Audio. So. Okay, pass auf. Ich habe jetzt an dieser... Ich habe noch nie so angefangen. Burgbesitztum besuchen, Vorräte sammeln. Was haben wir hier für Verträge? Schützt die Unschuldigen? Habe ich nicht. Das hier. Sowas müssen wir doch machen.
Schatzkammerraub an alle Reisenden im Land Sandomierz und dessen Untertanen. Graf Mikolai erinnert alle an die Strafen für Diebstahl oder Verschwörung zum Diebstahl, sowie an die Kopfgelder für jene, die eines solchen Vergehens verdächtigt werden. Nur ich darf die Schatzkammer betreten. Dieser Vertrag erfordert, dass ihr ein Ränkespiel komplett abschließt. Bei Erfolg könnt ihr euer Ränkel... das ist ein Strafvertrag. Potenzielle Belohnung, Erfolg. Graf Mikolai von Sandomierz bezahlt uns 123 Öcken. Potenzielle Fehlschläge. Ja, das sehe ich aber nicht. Wollen wir es einfach machen? Ich glaube, erstmal sollten wir hier oben gucken, was hier steht, ne? Ich habe das noch nie so gespielt, tatsächlich. Ja, wir haben noch kein Spielererben, das stimmt. Kein Lebenswandel ausgewählt, ja. Okay, warte mal, das hier. Oh, warte mal, wie war das noch? Ränkespiel. Müssen wir machen. Und... So, was ist... Jetzt müssen wir uns einen von drei Wegen aussuchen. Den hier kriegen wir erst, wenn wir mit allem durch sind. Fruchtbarkeit 20%, Ränkespiel 3, Verführer oder Anstifter, Ränkespiel 5. Wahrheit ist relativ. Also erstmal das hier machen. Täuschung, plant sorgfältig, haltet euch fern von wachsamen Blicken. Das wählen wir jetzt mal aus. Ränkespiel, Komplottphasenlänge 15 Tage schneller. Pro Komplottphase, Kampfgeschick, Komplottphasenlänge 15 Tage schneller pro Komplott. Machen wir? So, jetzt haben wir, glaube ich, können wir nichts mehr machen, ne? Aber da müssen wir für die Zukunft gucken, was wir hier nehmen. Okay, und wir haben hier, wir sind Wanderer, Lagerzweck. Ein Lager. Wir sind Wanderer. Mietklingen, nee, das sind wir nicht. Gelehrte. Wir sind Entdecker. Findet mehr Diplomatie- und Ränkespielverträge. Ich glaube, das ist es. Ja, das ist auch nicht schlecht. Freibeuter. Das können wir noch nicht machen. Aber ich glaube, am Sinn... Also, warte mal. Ich glaube, Entdecker. Oder... Wo war das andere? Freibeuter. Die Sachen können wir nehmen. Ich finde fast Entdecker ist spannender. Wir nehmen... Freibeuter hatte unten Meisterdieb. Wird Freibeuter. Meisterdieb, da. Ah, okay, verstehe. Und hier bekomme ich dann... Entdecker. Leider ausrüsten, Proviantreserve. Na, okay, pass auf, dann machen wir jetzt hier das. Sonderoffiziere, Meisterdieb. Pass auf, wir machen jetzt Freibeuter. So, Freibeuter. Bäm, sind wir jetzt einfach. Die Eroberer von Krakau. Wir haben natürlich keine Erben, ist klar. Schütz den unschuldigen Graf. Schützt die Schwachen. Nö, es ist eher nix für mich. Ich will eher... Oh, wir haben keine Ritter, ja. Wir müssen neue Ritter anheuern, aber habe ich überhaupt... Ich habe 20 Öcken. Da kommt auch keiner zu mir, oder? Ich habe jetzt erstmal zwei Leute noch in der Gefolgschaft, soweit ich das weiß. So, können wir nicht jetzt dann so einen Auftrag machen? Der hier? Nee. Da. Aber jetzt muss ich erstmal checken. Vertrag erfordert, dass ihr an einen Ort reist und Brandstiftung begeht, indem ihr eine Ränkespiel-Herausforderung abschließt. Okay, das ist dann sozusagen Kampfgeschick. Ich glaube, wir müssen das dann machen. Also erstmal diesen Vertrag, glaube ich. Wir gehen jetzt dahin.
den will ich jetzt nehmen, Vertrag annehmen. Da müssen wir irgendwo Brandstiftung machen. Oh, guck mal, der Hass, das ist ja geil, HSV-Klamotte hier. Der Brief von Graf Sync war erhellend. Er schien vor Wut über irgendeine kleine Kränkung durch Cornell, ob nun eingebildet oder echt, zu kochen und war nur allzu erpicht darauf, diesen Menschen in die Schranken zu weisen. Zu viel Blut sollte dabei jedoch nicht vergossen werden. Der Plan, den der Graf ersonnen hat, sieht vor, dass wir ein kleines Grundstück in Brand setzen, mit dem Cornell zu tun hat, oder es anderweitig nach Gutdünken dezimieren. Dieser Bitte nachzukommen, wird die Spannung zweifellos anheizen, aber Auftrag ist Auftrag. Das machen wir jetzt. Also, eine kleinere Gruppe ist schneller unterwegs. Ihr reist ohne euren Wohnsitz. Das ist schneller und erfordert keine Vorräte, doch ihr werdet zurückreisen müssen. Wir reisen ungeteilt. Ihr reist mit eurem Wohnsitz. Ja, wir reisen ungeteilt. Wer weiß, wo der nächste Auftrag ist. Okay, dann müssen wir jetzt, glaube ich, dahin reisen und dann, glaube ich, einfach jetzt die Pause aufheben. Normale Geschwindigkeit, bewegen wir uns jetzt. Da sind wir, guck. Da laufen wir los. Hier, da sind wir, wie das Gesindel. Ah, Gefahr auf einem Bergpfad. Ein Fuß nach dem anderen bewege ich mich langsam auf dem schmalen Bergpfad vorwärts. Plötzlich höre ich ein Rumpeln und einen kurzen, rasch verstummenden Schrei. Erschrocken über den Aufruhr drehe ich mich um. Statt Kenner hinter mir zu sehen, erblicke ich dann nur die müde und nicht minder verblüffte Miene von Christina sowie ein paar frisch herabgefallene Felsen auf dem Weg. Wo ist Kenner? Erkundige ich mich, wobei es meine Worte kaum aus meinem trockenen Mund herausschaffen. Die einzige Antwort ist ein leises Pfeifen des Windes. Kenner, Kenner, wir werden euch retten. Euer Gefolge und ihr versucht an einer Bergrettung, das ist sehr gefährlich, viele werden ums Leben kommen. Nee. Kenner stirbt. Ihr verliert Anspannung, ihr erhaltet 26, was ist das? Schrecken. Ist doch geil. Ja, aber sorry, ich verliere ja alle Leute dann hier. Das ist total gefährlich. Nee, das ist ja Quatsch. Das, nee, sorry, das kann ich nicht machen. Ich möchte mich dafür entschuldigen. Das ist unmöglich für mich. Das hätte meinen Tod bedeutet und meine Mission gefährdet. Nächste hilflose Frau. Graben, höre ich Christina in Panik ausrufen. Kurz darauf vernehme ich ein lautes Knacken, als würde Holz brechen oder mein Geduldsfaden endlich reißen. Ich trete aus dem Wagen heraus und sehe die zersplitterten Überreste eines Wagenrads. Meines Wagenrads. Es tut mir leid, mein Lehnsherr. Ich war an der Reihe, die Wache zu übernehmen und bin an den Zügeln eingeschlafen. Okay, Sarah, wir werden zu spät kommen. 5 Tage verzögert sich die Reise. Lagert die Vorräte etwas um. Ich werde von nun an ohne Rücksicht auf Verluste weiterfahren. Wir müssen 75 Prestige einsetzen. Ist das Prestige? Heißt das? Ja, Prestige. Nee, das ist es mir nicht wert. Wir kommen später. Ist ja nicht schlimm. Wir kommen halt später an. Ist egal. Wir sollen sich darüber freuen, dass wir sowieso überhaupt kommen. Da sind wir. Angekommen. Brandheißes Gerede. Gömör. Gömör scheint ein angenehmer Ort zu sein. Doch welch ein Jammer, dass wir unter solch unangenehmen Umständen herkommen müssen. Kurz vor Einbruch der Dunkelheit warten eine kleine Gruppe, meine Anhänger und ich, in den Schatten. Nicht weit von unserem Ziel entfernt, einer gut gefüllten Weinkellerei, in der jedes Fass mit einem anderen edlen Tropfen gefüllt ist. Wir sind hier, um genau diese Fässer und den süßen Wein darin zu vernichten. Graf Sync hielt es nicht für angebracht, näher zu erklären, ob seinem Opfer Cornell dieser Ort gehört, ob es irgendwie von Interesse für ihn ist oder er nur eine gewisse Zuneigung zu ihm hegt. Schon bald wird es einerlei sein, was genau der Grund für die Auswahl dieses Ziels war. Okay, das war so. Was machen wir jetzt? Faltet euch ruhig, wir verschwinden, sobald das Feuer gelegt ist. Was ist da? Was sind das da für Zeichen? Ich hoffe, alle sind bereit. Angriff? Nee, das machen wir nicht. Hätte ich doch nur einen verlässlichen Offizier für sowas? Nee. Nee. Also ich glaube, das hier wäre die richtige Vorgehensweise, denn das hier ist ja die Ränkespiel-Vorgehensweise.
Und das wäre ein Frontalangriff. Das ist ja völliger Quatsch. Das machen wir hier. 700 mögliche Ergebnisse. Graf Sync von Gömer bezahlt an euch. Gewinnt Meinung. Wir erhalten 500 Vorräte. Ja, das sieht schon gut aus. Wir nehmen auf jeden Fall das. Das ist es hier. Das. Brandheißes Gerede. Erfolg. Komplott erfolgreich. Ein guter Plan bringt einen raschen Sieg und das verwüstete Weingut ist der beste Beweis dafür. Schnell und heimlich und ohne viel Widerstand legten meine Anhänger und ich rasch mehrere Feuer, bevor wir uns genauso schnell wieder zurückzogen. Die Flammen taten ihr Übriges und wir mussten nur am nächsten Morgen zurückkehren, um das Ergebnis unserer Arbeit zu begutachten. Graf Sync wird zweifellos mehr als glücklich sein, uns unsere wohlverdiente Bezahlung auszuhändigen. Ein würdiger Sieg verdient einen dicken Geldbeutel. Pa, lass sie trotzdem wissen, dass ich es war. Oh, warte mal. Pass auf, was passiert denn dann? Wir erhalten die Eigenschaft Galgenvogel. Wilbert macht sich als kleiner Ganova einen Namen. Wir verlieren 65 Anschwung, weil wir sadistisch sind. Achso, das ist schon geschehen. Alles klar, das haben wir schon. Ja, aber warum sollten wir das machen? Wollen wir Galgenvogel sein? Innenbandit. Ist nicht unser Style, oder? Finde ich auch. Ne, wir gehen einfach. Die offene Straße wartet. Was? Warte mal ganz kurz. Habe ich mich verdrückt? Das Lagerfeuer knistert und erhellt eine Gestalt, die unseren Kreis betritt. Trotz der späten Stunde bewegt sie sich noch kraftvoll, die Finger um einen Gehstock gewunden. Die Wachhabenden wollen schon einschreiten, doch ich halte sie mit einem Wink davon ab. Habt ihr einen Platz für einen Mann der höchsten Macht? Gott, Klammer zu, dient. Er lächelt mich hoffnungsfroh an. Die schmutzigen Gewandungen raschelt in der steifen Brise. Ein wandernder Priester. Derlei Gestalten sind in der katholischen Kreise wohl bekannt. Die reisenden Priester tragen das Wort der höchsten Macht, Gott, Klammer zu, in allen Winkeln dieser Welt. Wir könnten einen derart weltlichen Menschen brauchen. Setzt euch, bleibt eine Nacht oder erzählt uns eure Geschichten. Okay, was kriegen wir hier? Diplomatie-Herausforderung. Oh, guck mal hier. Ihr könnt Freund der Frommen sein. Ja, die Geschichte Reisender. Meinung über Charaktere mit der Eigenschaft Reisender plus 5. Die Wanderlust hat mich gepackt. Ja, ist doch nicht so schlecht. Finde ich gar nicht so schlecht. Ich glaube, das gefällt mir besser. Das hier. Reisender. Wir machen das. Reisender ist schön. So, ey, mal kurz Pause machen. So, es gibt hier wieder mehrere Aufträge. Wir haben das hier, Schatzkammerraub. Und wir haben Feindesentführung. Oh, Feindesentführung. Feindesentführung. Wo waren wir stehen geblieben? Ey, Gott, vielen lieben Dank. Laura Laurent. Och, ich habe gar nicht aufgepasst. Easy, vielen lieben Dank. Och, da habe ich nicht aufgepasst. So, also, welchen wollen wir als erstes machen? An alle Reisenden im Land und dessen Untertanen. 125 Öcken. Was kann schlimmstenfalls passieren? Das ist doch nicht so schlimm. Da. Das ist der Schatzkammerraub. Warte mal, wo sind wir denn jetzt eigentlich genau? Da. Dann könnten wir erst dahin gehen und dann dahin vielleicht. Und das ist auch nicht schlecht. Da können wir jemanden entführen oder was ist da los? Finde ich beides sehr interessant.
Dann lass uns doch einfach von hier nach da und dann nach Süden. Komm, nehmen wir jetzt diesen Vertrag an. Reisen Sie sofort dahin. Die Reise geht los. Da ziehen wir wieder ins Land. Oh, was? Ach, habe ich jetzt eingestellt, dass ich zurückreisen muss? Das gefällt mir gar nicht gut. Nein, ich hätte das Lager mitnehmen müssen. Christina ist für unseren Proviant zuständig und verriet verlegen, dass unsere Vorräte aufgrund schlechter Lagerung nahezu alle unbrauchbar geworden sind. Ernsthaft? Wie jetzt? Ich hatte doch 400 Nahrung bekommen. Gerade eben. Schimmelflecken bedecken das Brot und die Lebensmittel und wir haben die restlichen getrockneten Dinge rasch aufgebraucht. Als die Dämmerung einsetzt, kommt der Hunger über die Gruppe. Och, hör auf. Es ist nur ein bisschen Schimmel. Ach. Die Natur wird für uns sorgen. Mögliche Ergebnisse. Ihr findet etwas Nahrung. Oh, wir können aber auch krank werden. Oder können sogar sterben. 4%ige Chance zu sterben. Ne, wir setzen kein Prestige ein für sowas. Ich habe hier diesen... Da, in Bildung. Wir können das machen. Ich glaube, das ist die bessere Wahl. Ja, auf jeden Fall. Das machen wir. Wahrscheinlich gut gegangen sein. Ich bin ohne meinen Wagen gereist. Das ist total blöd. Ich wollte direkt wieder nach Süden. Ein bisschen Diebstahl. Eine erste Erkundung von Bars deutet darauf hin, dass wir damit durchkommen könnten. Es ist nicht der einzige Ort, an dem Graf Genereux Münzen verwahrt. Doch die Bestände hier sind durchaus beachtlich und die Wachen scheinen nicht auf Übergriffe vorbereitet zu sein. Anders gesagt, riskant, aber machbar. Alles, was wir brauchen, ist ein schlauer Plan. Machen wir mit unserer Aufgabe weiter. Wird geschehen, Schatzkammerraub, Dieb. Okay, denkt dran, wir sind hier, um etwas zu verdienen. Je früher wir diesen... Entschuldigen Sie bitte, was? Was heißt hier minus... Erfolgschance minus 3%? Machen wir einfach mit der Aufgabe weiter. Ein schlauer Plan. Okay. Also wird geschehen, Schatzkammerraub. Dieb. Das sind wir alles nicht. Unterwandler, Straßenräuber. Das sieht mir doch ehrlich gesagt relativ gleich aus. Diese Möglichkeit für Agentenplätze, die den Schwerpunkt auf eine höhere Erfolgschance legen. Einen ausgewogenen Beitrag. Diese Möglichkeit fügt Agentenplätze hinzu, die den Schwerpunkt auf eine höhere Komplottphasenlänge legen. Also das hier finde ich jetzt, Erfolgschance klingt gut. Was macht er jetzt? Das dauert ja ewig. Was mache ich denn jetzt hier? Muss ich jetzt hier... hier. Ja, auf jeden Fall. Die wird annehmen. Die muss das machen. Die ist jetzt dabei. Mehr habe ich nicht. Sehe ich das richtig, dass ich jetzt hier... Ha! Fremde Früchte. Bei meinen Streifzügen außerhalb des Lagers stoße ich auf eine Lichtung im Wald, auf der die Büsche mit allerlei bunten Beeren übersät sind. Sie sind anders als alle, die ich bisher sah, wirken geradezu quälend, köstlich und meine Gefolgsleute würden kaum eine Stunde brauchen, sie alle zu pflücken. Könnten diese Beeren ein dringend benötigtes Geschenk der schöpferischen Kräfte sein oder die List schelmischer Mächte, die uns auf die Probe stellen sollen? 75%, dass wir 400 Vorräte bekommen. 25%, dass jeder krank wird. Wir riskieren. Yay! 400 Vorräte bekommen. Das war wichtig. So, ganz kurz. Was ist jetzt hier los? Erstmal... Ja, wir haben noch keinen Spielererben. Erforschungs-, Phasenlänge, Geheimhaltung. Naja, ich habe ja noch keine... Ich habe ja noch nicht 5 Leute.
Ein komplexes Komplott spielt sich über mehrere Komplottphasen ab, wobei jede Komplottphase aus mehreren Tagen besteht, nach denen sich die Erfolgschance erhöht. Nach jeder Komplottphase besteht eine gewisse Wahrscheinlichkeit, einen Vorteil zu bekommen, den man einsetzen kann, um Agenten zu überzeugen, sich anzuschließen oder um das Komplott mit einer höheren Erfolgschance auszuführen. 7 Tage bis zur nächsten Phase. Komplett ausführen. Können wir das schon machen? Jedes Komplott hat ein dazugehöriges Komplottpotenzial. Dieses Potenzial kann durch den Einsatz von Agenten erhöht werden und dient als harte Obergrenze der maximalen Erfolgschance, die man sammeln kann. Das Komplottpotenzial kann niemals 95% übersteigen. Alle Komplotte bergen also ungeachtet der Vorteile, die man zur Steigerung der Erfolgschance eingesetzt, die Möglichkeit eines Scheiterns. Wir wollen nicht scheitern. Ist das hier die Wahrscheinlichkeit Erfolgschance? Ist das hier, dann sind wir da gerade bei 48% oder was? Das ist zu wenig. Wir brauchen mehr. Ein komplexes Komplott hat ein gewisses Maß an dazugehöriger Geheimhaltung. Dieser Wert stellt dar, wie wahrscheinlich es ist, dass das komplett aufgedeckt wird. Beim Beginn eines Komplottes gibt es eine Schonfrist von ein paar Monaten, in der es unter keinen Umständen aufgedeckt werden kann. Nach dieser Periode besteht das Risiko, dass ein Komplott durch Komplottbrechen aufgedeckt wird. Ihr könnt auch Komplotte ausführen, die Komplottbrechen erlitten haben, doch die Erfolgschance wird verringert. Sammelt euren kompletten... Okay. Komplexe Komplotte haben 5 Agentenplätze, die mit möglichen Mitverschwörern gefüllt werden können. Zusätzlich, grundsätzlich ist es eine gute Idee, so viele Agentenplätze wie möglich zu füllen. Habe ich ja nicht. Ja. Ja, verstehe. Okay, also warte. Wir müssen jetzt mal ein bisschen warten. Sehe ich das richtig? So, jetzt erhöht sich das hier hoffentlich gleich. Oh, 9%. Das ist ja viel zu wenig. Entschuldigen Sie bitte, da muss ich ja ewig warten. Ist das das Maximum? 48%? Druckmittel in meiner Hand. Ich kann ein Druckmittel anwenden. Das will ich jetzt aber noch nicht anwenden. Ich glaube, wir müssen einfach warten und es wirklich laufen lassen. Wir lassen es einfach laufen. Das ist so ein Komplott, dauert halt eine Weile. Was willst du machen? Wir sind bereits bei 8. Das dauert ja fast ein Jahr lang. Meine Güte, wie lange müssen wir das hier vorbereiten? Guck mal, es gibt niemanden mehr. Ich hab niemanden mehr. Ich kann niemanden mehr einstellen. Ganz allein. Gegenmaßnahmen. Heiraten. Ja, wir können theoretisch schon eine Ehepartnerin suchen. Ach, guck mal, wir können Christina heiraten. Das ist die einzige, die wir heiraten können. Demütig, ehrgeizig, Zorn. Oh. Ja, mehr haben wir nicht. Oh, Alter, die ist aber auch 20 Ränkespiel, ne? 20 Ränkespiel. Mehr gibt's nicht. Das ist wirklich die einzige Person, die wir heiraten können. Sie ist schon 31. Das ist super alt. In dem Zeitalter. Ich weiß nicht, ob die mir überhaupt noch Kinder schenken kann. Die Frau, die bis jetzt an jedem Unglück schuld war, ja, so ist es. Das können wir nicht machen. Wir müssen jemand Neuen machen. Das ist die einzige, die wir haben. Das geht doch nicht. Die hat auch keine vorteilhaften Erbeigenschaften. Nee. Das geht nicht. Außerdem bin ich erst 19. Das ist auch viel zu früh, um zu heiraten. Nee, die Christina heirate ich nicht. Oh, da ist sie wieder. Da hat sie wieder irgendwas gemacht. Ah, mein Kopf, echt's Christina. Die Ungeschickte. Als sie neben mir reitet, ich hebe eine Augenbraue als stille Frage, ob dieses Ausrufs. Als Antwort sinkt Christina einfach längs auf dem Pferd zusammen und hält sich winselnd die Schläfen. Da hatte wohl eindeutig jemand eine vergnügliche Nacht. Ja, siehst du jetzt, will ich eh nicht mehr. Reitet um ihretwillen langsamer.
Christina gewinnt 30 Meinung von euch, ihr haltet 20 Anspannung, weil ihr sadistisch seid. Ach scheiße, ich muss immer fies sein. Lacht über ihren Zustand. Tretet ihr Pferd, damit es schneller läuft. Trabt weiter und überlasst sie ihrem Elend. Ja, nee. Wie viel Anspannung habe ich denn? Sehe ich das gerade bei mir? Wo kann ich denn sehen, wie mein Anspannungslevel ist? Das sehe ich doch. Kann ich jetzt noch klicken? Ja. So, meine Anspannung befindet sich... Wo befindet sich meine Anspannung? Da, Anspannung 0 von... Nee, guck mal, ich muss gar nicht Anspannung loswerden. Ja, ich wusste ja nicht, dass ich als Sadist überhaupt nicht freundlich sein darf. Dann sind wir halt... Ist das halt so. So, was ist hier mit dem Plot? Wo ist die Plottung? Warte. Um etwas bitten. Wir brauchen um nichts bitten. Oh. Heirat arrangieren. Guck. Heißt das, der das für mich jetzt... Guck mal, ich kann den fragen, ob er nicht Bock hat, mir eine Ehegattin an die Seite zu stellen. Können einen Ritter ausleihen? Kriegst ein ganzes Regiment? Nee. Also das mit der Heirat finde ich tatsächlich ganz interessant. Aber das machen wir noch nicht. So, wie komme ich jetzt nochmal in die Ansicht hier von neues Besitztum errichten. Wie komme ich in die Ansicht, was ich hier gerade plotte? Hier. Da sehen wir das. 33%, das ist ja viel zu wenig. Da kriegst du doch nur so eine Höflingsdame. Nee, wir wollen... Wir müssen noch ein bisschen weiter zielen, nach oben. So, guck mal, jetzt sind wir bei 48%. Kann das noch mehr werden oder haben wir jetzt das Maximum erreicht? Das finde ich ja ein bisschen wenig. Das ist zu wenig. Können automatisch auffüllen. Aber wir haben ja niemanden mehr. Guck doch mal nach Grobian etc. Meint ihr, da passiert jetzt noch was? Wenig. Also, ich habe das Gefühl... Kurz mal Pause. Wenn ich jetzt komplett ausführen mache. Was haben wir denn? 5. Ihr schließt eure Schatzkammerraub gegen Graf Georgi ab. 48% Erfolgschance. Komplott setzt 5 Vorteile ein. Ich habe nur 6. Mist. Boah, das ist ja eine... Boah, ich glaube, das Spiel endet jetzt im Knast. Aber mehr kriege ich nicht. Ich muss es jetzt ja probieren. Ich habe 5 Vorteile angesammelt. Gut, warte mal. Was ist, wenn ich jetzt hier 10 Vorteile ansammle? Dann... Komplett setzt 5 Vorteile ein. Vielleicht finde ich eine Braut im Knast, ja. Aber 48% ist ja deutlich unter der Hälfte. Was ist denn, wenn ich hier 10 Vorteile einsetze? Was habe ich denn noch davon? Was bringt mir das? Vorteile stellen Fortschritt auf dem Weg zum Ziel eines Komplotts. Damit kann sie einsetzen,
um Agenten zum Beitritt zum Komplett zu überzeugen oder um dieses mit erhöhten Erfolgschancen auszuführen. Boah, ich befürchte, wir müssen das jetzt machen. Oh Gott, ist das spannend. Eventuell landen wir jetzt im Knast und alles ist vorbei. Erfolg! Heute wird gesoffen! Komplott erfolgreich! Wie Kobolde, die den Mächten des Wohlstands St. Matthäus eine lange Nase drehen, schleichen mein Trupp und ich uns in die Schatzkammer. Hier wird leise ein Schloss geknackt, da eine Wache klug niedergestochen und plötzlich liegt der Reichtum von Bars offen vor uns. Unsere Säcke sind so rasch gefüllt, wie es nur geht. Dann sind wir weg. Komme, was wolle, nur hoffentlich nicht der Henker. Ha! Was für ein Trottel. Okay, wir können jetzt einfach abhauen und uns freuen oder wir können größenwahnsinnig werden und das hier machen. Graf Georgi hat noch Gold und Vermögen im Wert von bis zu 262 Öcken, das geplündert werden kann. Der Diebstahl ist in Etappen von 50 Öcken möglich. Bei eurer Rückkehr tritt Folgendes ein. Ihr werdet immer Ränkespiel einsetzen können, um noch mehr zu stehlen. Setzt dafür eine zufällig ausgewählte Eigenschaft aus dem Folgenden ein. Kriegsführung, Kampfgeschick oder Verwaltung. Kampfgeschick oder Ränkespiel eines eurer Agenten. Die Eignung von eurem Meisterdieb oder Beutemeister. Ihr könnt Anspannung erleiden, um eine Probe automatisch zu bestehen. Ihr könnt mit euren Einnahmen fliehen. Bei 2 Fehlschlägen werdet ihr festgenommen und eure Einnahmen gehen verloren. Ihr erhaltet zusätzlich Galgenvogelerfahrung, proportional dazu, wie viel ihr stehlt. Ja, aber ist doch super. Ja, das machen wir doch. Das klingt doch richtig gut. Warum jetzt aufhören? Wir machen jetzt einfach knallhart weiter. Gib mir mehr Geld. So. Ihr erhaltet 10 Eigenschaftserfahrungen in Dieb. Geil. Unsere Taschen sind bereits voller Silbermünzen, die wir geradewegs aus der Schatzkammer von Graf Georgi gestohlen haben. Doch in seiner Residenz gibt es noch viel mehr zu holen. Goldene Kerzen, Leuchter, kunstvolle Wandteppiche, feinste Leinenkleidung, heilige Schriften und vieles weitere. Als die zahlreichen Gegenstände, die der gute Graf wahrscheinlich als selbstverständlich ansieht, für einen besseren Freibeuter jedoch äußerst wertvoll sind. Bescheidenen. Wir müssen nur Haus und Herd dieses Mannes plündern, bevor wir entdeckt werden und dann in der Dunkelheit der Nacht entkommen. Okay, also pass auf. Wir gehen natürlich hier diesen Ränkespielweg. Er regt keine Aufmerksamkeit und macht die Messer bereit. Ach, 85%. Ja, 85% Wahrscheinlichkeit, dass das klappt. Da gehe ich mit. Das machen wir. Was? Und? Hat das geklappt? Erfolg. Hoho. Oh, warte. Ich schlitze die Kehle einer zu spät aus dem Schlaf hochschreckenden Wache auf, fange die Leiche und lege sie sanft und leise am Boden ab, ehe ich sie in den tiefsten Schatten ziehe, den ich finden kann. Ich wische mir das Blut von der Klinge und nehme mir alles, was wertvoll aussieht. Ein paar schöne Strickereien hier, ein bisschen Silber dort und das alles summiert sich. Das war ein Tod für eine gute Sache. Wenn die übrigen Verteidiger Glück haben, werden sie sich in einer weniger günstigen Lage befinden, denn ich vermute, dass es weiter hinten noch weitere Wertsachen zu plündern gibt. Ja, ey, das ist doch geil. Wir haben... Weiter. Erfolg! Okay, also, oh, warte, wir können noch was anderes machen. Wir können Christina fragen. Christina, was habt ihr gefunden? Oh Gott, die macht immer alles kaputt. Ich frage sie trotzdem, 90%ige Chance. Christina, was habt ihr gefunden? Wie sich herausstellt, hat Christina viel finden können. Sie flüstert vergnügt eine kurze Bestandsaufnahme der Gegenstände, die sie während des Einbruchs mitgehen ließ. Eine gute Ausbeute, wie man sagen muss. Das Erbeutete und der Nervenkitzel des Diebstahls sollten uns durch den restlichen Abend bringen. Ich hebe noch einen teuer aussehenden Wandbehang auf und packe ihn in meinen eigenen Sack. Schließlich darf ich nicht zulassen, dass meine Anhänger mich zu sehr übertrumpfen. Ich bin mir sicher, dass es weiter hinten noch weitere Wertsachen zu plündern gibt. Wir sind gut unterwegs. Wir haben 200 Gold von möglichen 262 Gold. Ist gut, ist gut, ist gut, ist gut. Gold ist richtig gut. Und auch echt wichtig. Gold ist richtig wichtig im Leben. Erfolg! Und wieder wird die Kehle geschlitzt. Jetzt haben wir noch 12 Gold. Für 12 Gold muss ich das nicht nochmal riskieren. Das heißt, wir gehen jetzt weg. Wir haben genug.
Ja, das passt schon. Eine Bresche macht ja nichts, oder? Ist das so, ja? Das ist quasi ein Freiwurf. Ich erhält plus 1 Bresche. 12 Gold? Ach komm, okay. Na gut, alles klar. War das alles? Bei den wohlhabenden Mächten St. Matthäus. Wir haben buchstäblich alles eingepackt, was in der Residenz von Graf Georgi zu finden war. Es war verschiedene Säcke aufgeteilt und diese grob zusammengebunden, um so wenig Lärm wie möglich zu verursachen und im Notfall mit den wertvollsten Artefakten entkommen zu können. Wenn der Graf morgen aufwacht, wird er sehr überrascht sein. Für uns gibt es hier nichts mehr zu tun, außer zu verschwinden. Na gut, tschüss. Erfolg! Die ersten, wir sind wie ein Schatten in der Nacht. Die ersten erschrockenen und empörten Rufe sind nur ein fernes Echo, als sie unsere Ohren erreichen. Es ist der dumpfe Klang weit entfernter Konsequenzen, die nichts verglichen mit dem sind, was wir an Beute gestohlen haben. Ein wahrer Schatz an hehlerfähigen Trophäen und Edelmetallen. Dann wollen wir diese Beute mal verkaufen. Das ist ja fantastisch. Also das war ja wirklich einfach nur große Klasse. Ich würde gerne jetzt mal hier, warte. Reise zum Duell gefordert. Was? Nein, ich bin kein Zweikämpfer. Ein imposanter Mensch steht auf der Straße vor uns. Ich bin Zetschok von Nitra. Dutzende von Männern habe ich schon im Kampf besiegt. Ich muss gestehen, dass all diese Kämpfe langweilig waren. Hier stehe ich nun auf dieser Straße und suche jemanden, der mich übertreffen kann. Jemanden, von dem ich lernen kann. Wenn ihr mich im Kampf schlagen könnt, werde ich euch ein wertvoller und treuer Diener sein. Und so fordere ich an diesem Tag einen von euch zum gerechten Zweikampf heraus. Ja, da muss die Ilse ran, oder? Ich habe kein Interesse. Euer ganzes Gefolge trampelt Zetschok nieder. Nach meinem Sieg werdet ihr weniger wertvoll sein. 36%ige Wahrscheinlichkeit. Ja, nee. Ich hätte den aber gerne als Freund. Aber die Gefahr ist zu groß. Ich werde verwundet sein. Nee, das geht nicht. 1 zu 3 ist die Chance, dass das... Nee, das machen wir nicht. Das geht nicht. Ich kann es leider nicht tun. Oh, ah, Christi... Oh, warte mal. Es ist Christina. Also... Christina, 43... Okay. 53% Christina ist... Oh Gott, jetzt wird, wenn er auch noch von einer Frau besiegt wird. Jaga, erstmal vielen lieben Dank. Komm, wir machen das. Christina... Ja! Haha! Christina gewinnt den Kampf! Christina! 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 Oh, damit hat sie sich wieder zurück in mein Herz geschwertet. Gefahr, unzulängliche Kost. Oh, jetzt hat sie wieder was verbockt. Christina ist für unseren Proviant zuständig und verriet verlegen, dass uns auf. Oh Gott, schon wieder diese Geschichte. Ach. Wir müssen das hier nehmen. Die Natur wird uns versorgen. Wenn wir Pech haben, 11% können wir krank werden, 3% wir können sterben. Oh Gott. Ich will nicht, dass jemand... Oh Gott, hoffentlich stirbt niemand. Oh Gott, das war jetzt... Die hat schon wieder unser komplettes Essen vergaunert, ey. Was ist los mit Christina? Mittel zum Zweck. Ich sitze bei einem der Gebäude meines Lagers an meinem Pavillon und lasse die Geräusche und die Gerüche über mich hinwegspülen. Es ist anders als ein Leben innerhalb der sicheren Mauern eines Palastes. Ganz anders. Die Freiheit lässt sich leicht genießen. Keine Verpflichtungen, keine kläffenden Ratsmitglieder, keine zu unterhaltenden Würdeträger, keiner der Nachteile des Gepränges der Macht. Und doch ist diese Freiheit teuer erkauft. Der ständige Überlebenskampf schlaucht ein. Ich sehne mich jede Nacht mehr nach einem ordentlichen Bett. Ich muss in Zukunft Anspruch auf Ländereien erheben. Mir gefällt dieses Leben recht gut. Es ist besser, mir meine Möglichkeiten offen zu halten. 65% Wahrscheinlichkeit für ihr erhaltet die Eigenschaft flexibler Anführer. Flexibler Anführer, was kann der denn? Gegnerische Defensivvorteil minus 50%. Oh. Das ist ja geil. Das ist gar nicht so schlecht. Flexibler Anführer klingt gut. Also jetzt kriegen wir hier...
Wann? Also die in der Reisender? Ja, okay. Kriegen wir ein bisschen Punkte und hier können wir Lust aufs Land. Was bringt uns das? Kriegsführung, Belagerungsphasenzeit minus 10%. Ehrlich gesagt finde ich das hier fast am charmantesten. Flexibler Anführer ist super. Sind 23 Punkte viel? Sind es viel? Und 150 Prestige sehe ich ja auch gerade. Oh, also 100... Oh, 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 oh. Anführer ist Kampfeigenschaft. Ja, das stimmt natürlich. Aber das ist, glaube ich, ganz geil. Guck mal, da kriegen wir auch auf jeden Fall Prestige 150. Das ist viel. Das verdoppelt unser Prestige. Komm, wir machen das hier. Lust aufs Land ist doch egal. Kriegsführung plus 1 Belagerung. Wir machen das. Mir gefällt das Leben recht gut. So, kurz Pause, Pause, Schmause. Wir befinden uns wieder zu Hause, oder was? Theaterstück aufführen. Diplomatie ist das, ne? Komplott. So, ganz kurz mal jetzt. Ich will mir mal meine Leute angucken. Oh, warte mal. Muss ich die hier... Sekundant. So, der mag mich nicht. Weil meine uneheliche Begleiterin ihn einfach komplett besiegt hat. Fleißig, eigenwillig, rachsüchtig. Oh, rachsüchtig ist ja blöd. Graue Eminenz und Architekt. Was kann er denn so? Aschkenasisch. Spricht Hochdeutsch. Nee, doch. Der will in den Ritterstand. So, ich will jetzt mal mit dem irgendwas Geiles. Ich will dem mal... Kann ich mit dem reiten gehen oder so? Beeinflussung. Spracherwerb. Oh. Oh. Das können wir gut machen. Aber als erstes sollten wir mal das hier machen. Ich will, dass er mich besser findet. 328 Tage, Komplettchance hervorragend. Ja, das machen wir. Wir schmieden das Komplott. Das ist ja aber was Gutes, ein gutes Komplott. Das soll ja zum Ergebnis haben, dass er mich mehr mag. Ja. Und was ich auch sehr interessant finde, ist hier... Ah, darf ich gerade nicht, wegen des Komplotts. Aber ich würde seine Sprache würde ich natürlich gerne lernen. Okay. Oder kann ich irgendwas für dich tun? Als Nachfolger annehmen? Nee. Ich meine, die hat natürlich jetzt wirklich meinen Respekt, ne? Weil die einfach... Oh. Ja. Ich will sie nicht heiraten. Es tut mir leid, du bist 32 und tollpatschig. Oh, aber sie... Guck mal hier. Nee, es tut mir leid, ich bin auf der Suche, ich bin noch jung. Ich kann noch besser heiraten. Können die Begleiter miteinander anbandeln, dass Christina von Sechok geschwängert wird? Das müsste eigentlich auch möglich sein, ja. Aber okay, was ist denn jetzt hier? Monatliche Änderung der Hofpracht, 10% nach auf eigene Hofprachtbonus. Leibarzt. Mächtiger Agent in feindseligen Komplotten, die sich gegen euch richten können. Können wir doch nicht machen. Was ist denn hier mit Karawanenführer? Armeebewegungstempo. Was muss man denn dafür können? Was ist denn... Was kann er überhaupt? 17 Diplomatie. 15 Verwaltung. Lol, der hat 5 Kriegsführung. Was ein Depp.
Wieso legt er sich denn mit uns an, wenn der nur 5 Kriegsführung hat? Der, das ist ja ein sogenannter Loser. Sekundant. Ein Sekundant ist der vertrauenswürdigste Offizier im Lager, der dem Anführer als stellvertretender Befehlshaber zur Seite steht. Handlanger. Leibwächter, das wäre das doch vielleicht. Ich kann 2 Leibwächter annennen. Kriegsführung ist ein anderer Stat als die eigene Kampf... Ah ja, stimmt, da hast du recht. Karawanenführer ruhig einstellen. Ja, was ist denn mit Leibwächtern? Was ist denn hier gut? Was braucht man denn? Wo sehe ich welches? Eignung. Eignung gut. Bildungswert. Verwaltungswert. Reisender 20 und er. Das ist. Nee, das ist. Beitrag zum Reisetempo wird beeinflusst durch Verwaltung. Ah, okay, das heißt, er sollte Reiseführer sein. Zetschok sollte Reisenführer sein. Okay, die sind einfach komplett schlecht. Sekundant ist. Sind beide offensichtlich ganz gut geeignet. Auswirkung auf Lehnsherren. Kriege ich die Werte dann? Kriege ich überall plus 3? Echt? Wenn ich einen Sekundant einstelle? Das ist ja geil. Das sollte ich dringend tun. Handlanger, was passieren wir hier? Handlanger, okay, können sie alle nicht. Leibwächter. Ah, oh, er ist total schlechter Leibwächter. Okay, dann machen wir jetzt Folgendes. Dann wird Johnny wird Karawanenführer. Oh. Nee, ist schon gut. Der wird Karawanenführer. Und sie könnte doch, sie ist doch ein super Sekundant. Ja? Was meinst du, Ansuel? Sie kann doch ein sehr guter Sekundant sein. Da bezahle ich auch für. Sie ist gut geeignet. Doch, das macht sie jetzt. Ich setze sie jetzt hier ein. Da freut sie sich einfach auch. Das hat sie sich verdient. Die hat den Typ da, den Zetschok, den Karawanenführer, besiegt. Das hat sie sich sowas von verdient. So, jetzt sind wir wieder zu Hause, ne? Was ist denn das hier für ein... Das ist direkt bei uns in der Hütte, wo wir im Lager ist, dieser Auftrag. Den sollten wir vielleicht dann auch annehmen. Finde ich. Wir sind ja in Diplomatie auch jetzt gar nicht so schlecht, oder? Held gesucht. Das Volk im Land Gümür plant die Aufführung eines Theaterstücks, das Heldengeschichten nachstellt. Graf Sünk ist verzweifelt auf der Suche nach einem ritterlichen Streiter, der allen Ansprüchen genügt. Ja. Ja, aber die Frage ist doch, ich habe ja gar keine heldenartigen Eigenschaften. Das ist doch ein Diplomatie-Dingsbums, oder? Wir sind 14 bei Diplomatie, das ist nicht schlecht. Wir sind einfach auch ein Genie, ne? Muss man auch mal sagen. 14 Diplomatie, damit könnten wir doch schon was anfangen. Können wir machen das. Ihr wollt das sehen, ich sehe das schon. Und es ist ja auch direkt um die Ecke. Ein Theaterstück aufführen. Auf dem Marktplatz von Gömör herrscht mehr Trubel als gewöhnlich, denn eine Truppe von Sängern macht sich für den Auftritt bereit. Ein Holzschwert! Eines der Kinder beugt sich über das Podium und macht ein angewidertes Gesicht. Tibor, das reicht! Graf Sünk fordert das Kind auf, an seine Seite zurückzukehren. Ich hatte euch doch gesagt, wir holen einen echten Helden für das Stück. Seht nur, wer gekommen ist. Der Blick von Sünk richtet sich genau auf mich.
leicht verdientes Gold, findet ihr nicht auch? Ihr müsst schließlich nur diesen Bauern beeindrucken. Diese Bauern, mehrere. Okay, also ein Theaterstück aufhören von minus 6%. Ach, du grüne Neune. Was ist denn der Maximalwert dieses Mal? Also die Möglichkeit fügt Agentenplätze hinzu, die den Schwerpunkt auf eine höhere Erfolgschance legen. Je früher, desto besser. Auf eine höhere Komplottphasenlänge legen. Das dürfte spaßig werden. Ist das nicht eigentlich total egal? Höhere Erfolgschance ist schon wichtiger in dem Fall. Ich weiß nämlich nicht. Pro Phase. Wir machen das. Ich habe jetzt ja nur die beiden hier. Warum ist hier so ein Schloss? Kann nicht über 50 hinausgehen, sehe ich das richtig? Oh, was? 30? Das ist ja unmöglich zu schaffen. Komplottpotenzial hat 30. Ja, das ist doch total blöd. Ja, meine Güte, wie soll das denn jetzt gehen? 65%. Ja, okay, das hat sich deutlich verbessert gerade. 65% ist das Maximum, was wir erreichen können in dieser Besetzung. Dann bin ich soweit. Dann zeig doch mal, was jetzt hier gerade läuft. So. Passt schon. Jetzt können wir nur noch warten. Vielleicht hätten sie in anderen Rollen höhere Chancen gehabt. Möglich, weiß ich nicht genau. Müssen wir jetzt mit leben. Das dauert jetzt einen kleinen Moment. Ist uns egal, oder? %560 ist doch auch schon ein Erfolg. Zwei Drittel fast, ja. Oh, was ist das? Eine gut geölte Maschine. Wir sind in letzter Zeit sehr, sehr gut darin geworden, unseren kleinen Wald an Zelten alle paar Abende neu zu errichten. Zuerst eines, dann noch eines, dann das nächste und die Leute und die Werkzeuge werden gut verteilt, damit jedem geholfen ist bei diesem wahren Vorbild an Geschwindigkeit und Nutzen. Sogar Christina und Zetschok, die in der Vergangenheit grundsätzlich geteilter Meinung waren, helfen heute Abend einander und lachen dabei wie alte Freunde. Ein Platz für alles und alle an seinem Platz. Alles an seinem Platz. Oh, das ist ja schön. Braucht ihr noch eine helfende Hand? Kann ich für 75 Prestige, kann ich mir die gefügig machen, aber ist unnötig, weil Christina ist schon bei 100 und gegen Zetschok läuft ein Komplott. Das gefällt mir gar nicht. Trennt sie voneinander? Nee, warum? Das mache ich nicht. Schön, dass die beiden sich vertragen. Ja, das reicht mir. Das reicht mir. Nehme ich gerne. Also erst ist er bei original bei minus 29, aber das ändert sich bald. So, das dauert, das dürt hier. Wir können die Geschwindigkeit natürlich auch ein bisschen erhöhen. So. Was? Verbrechen aus Leidenschaft. Was ist geschehen? Als ich um eine kleine Gruppe Zelte herumgehe, begegne ich einer Handvoll Anhänger, die um eine kleine Feuerstelle herum ihr Abendessen einnehmen. Spannenderweise befinden sich Christina und Zetschok unter ihnen, die einander nicht sonderlich mögen. Ehe ich mich über dieses merkwürdige Arrangement wundern kann, murmelt Zetschok etwas Unverständliches, was Christina sofort in blinde Wut verfallen lässt. Ey, mit einem Blitzen wird eine Klingel gezogen und gleich wird Blut fließen. Nee, ich brauche euch. Nee, das geht nicht. Geht nicht. Mist! Ah, oh, das geht nicht. Nein, sie werden sich bis zum Tod duellieren. Ja, nein. Warum? Ich brauche euch beide. Ich bin total dagegen. Nehmt Christina fest an den Pranger mit ihr. Naja. Sie verliert 10 Jahre lang 30 Meinungen.
von uns. Sie ist aber bei 100. Das heißt, sie wäre bei 70 Meinung, was ja immer noch im grünen Bereich ist. Und Z-Shock würde schlagartig im positiven Bereich sein. Oder das hier. Sie sollen das unter uns... nee, schon wieder. Shoot. Ey, wisst ihr was? Es geht nicht, dass sie hier... Das geht nicht, dass ihr das Messer zückt. Das macht man einfach nicht. Sie muss an den Pranger. An den Pranger mit ihr! An den Pranger mit ihr. Sie ist nicht länger mein Sekundant. Das ist leider nicht anders möglich gewesen. Ey. Mist, ich kann sie... Ah, das ist nicht gut. Oh, wie kriege ich sie jetzt wieder... Hallo? Wie kriege ich sie da wieder raus? Freilassung verhandeln. Das machen wir jetzt. Entlassen? Nein. Wir verhandeln die Freilassung. Also, Freilassung. Verbannen? Nein. Schwaches Druckmittel erhalten. Gelübde. Geht nicht. Ich will sie nicht verbannen. Ich will, dass sie bei mir bleibt. Ich will... Wird annehmen. Sie will Freiheit. Ja, was soll ich denn sonst machen? Ach so, das ist zusätzlich. Wird annehmen plus... Ja, warte mal. Sie hat keinen Bock auf Druckmittel, aber sie wird trotzdem annehmen, oder? Wird annehmen plus 30, Gesamt plus 30. Sie will Freiheit 100. Und wenn ich das rausnehme... Das müsste trotzdem klappen, ne? Sie soll ja wieder raus. Was, sie hat auch eine verdammt schlechte Ausgangssituation, um echt zu sein. Ja und? Yes! An den imposanten Willbald. Ich habe keine andere Wahl, als euren Bedingungen für meine Freilassung zuzustimmen. Sie ist immer noch richtig, findet mich immer noch richtig gut. So, Pause. Ah, sie ist wieder zurückgekehrt in den treuen Dienst. Und jetzt kann ich sie ja auch wieder hier in die Sekundantenposition setzen. Ich glaube, sie hat ihre Lektion gelernt. Gut so. Gut so. So, wenn sie jetzt nochmal Schabernack macht, haben wir jetzt etwas gegen sie in der Hand. Oh, Ränkespielvorzüge verfügbar. Ihr könnt einen neuen Vorzug im Ränkespiel Lebenswandel freischalten. Ja, das ist doch fantastisch. Also, pass auf. Was nehmen wir denn jetzt? Wahrheit ist relativ. Ermöglicht das Druckmittel fingieren Komplott. Verführer wie das Unkraut im Garten. Fruchtbarkeit plus 30%. Phasenlänge, Verführung. Okay, das geht um Verführung. Und, oh Gott, Folterer. Habe ich den automatisch bekommen oder wie war das? Finstere Erkenntnis, wenn ihr jemanden foltert. Oh Gott. Gedeiht im Chaos. Kriegsführung pro Anspannungsstufe. Ränkespiel pro Anspannungsstufe. Kampfgeschick pro göttliche Vergeltung. Oh, ihr verliert weder Frömmigkeit noch Klerusmeinung. Langes Schwein. Goldbildung für Strafverträge. Das ist doch das, was wir gerade machen. Erlaubt die Hinrichtungsart zur Überraschungsfleisch verarbeiten und Gefangene zu... Alter, wir können Kannibale sein. Berüchtigt auf immer da. Schreckensverfall minus 1000%. Einkerkern Wahrscheinlichkeit plus 50%. Und Folterer wäre das dann. Kampfgeschick plus 4, Schreckenszuwachs 50%. Oder halt entfesselte Lust. Oh, das klingt wie ein geiler Groschenroman. So, guck mal, was wir hier noch haben. Erlaubt die Reiseoption Suche nach Geheimnissen. Reisetempo plus 10. Aha. Im Vergleich stehe ich gut da. Geheimnisse zu offenbaren gewährt Prestige. Schnelle Hinrichtung. Mord geht schneller. Gut gemacht.
Ich meine, dieses Foltern-Ding passt natürlich zu unserem sadistischen Charakter, ne? Aber das hier ist sehr geil für allerlei Komplotte. Und Anstifter, Ränkespiel plus 5, Komplottphasenlänge feindselig, 20 Tage schneller pro Phase. Ja, ich glaube tatsächlich, ich finde das hier besser. Diesen Part hier. Weil wir sind halt Ränke, Johnny. Ich mache jetzt das. Ränke, Johnny. Was ist denn hier mit irgendwas anderem? Ja, dann machen wir jetzt mal weiter. Jetzt warten wir, dass wir hier auf die 66% kommen. Ein Schatten bei Hofe. Es ist wirklich ein Segen, jemanden wie Zetschok an unserem Vorhaben zu beteiligen. Jemanden, der unsere Ziele auf unterschiedliche Arten vorantreiben kann und nur auf Anweisung wartet. Eine beneidenswerte Verbindung von Können, Zugriff und Nähe zu Graf Sync bietet uns eine Vielzahl von Möglichkeiten, ihn zu nutzen. Entschuldigen Sie bitte, was? Feine Zugewinne sind die besten. Ein derartiges Stück Offen erhält Agenten mit Herz bis 29. Komplottzuwachs plus 1%. Zukünftiges Potenzial könnte hilfreich sein. Ein derartiges Stück Offen erhält Agenten mit Hirn. Grunderfolgschance 10%. Ja, gefällt mir besser. Komplott erhält 2 Vorteile. Dann wären wir bei 9. Ich glaube, das hier gefällt mir besser, dass wir Agenten mit Hirn 10% mehr, dann könnten wir auf 76 kommen. Das sollten wir machen. Müsste jetzt nicht hier eine 76 stehen? Mal das Lager gehen und eventuell ausbauen. Das ist eine interessante Geschichte. Ja, warte, wir können ja mal, während das hier läuft, können wir uns ja mal das Lager angucken. Finde ich eine ganz gute Idee. Euer Lager. Ah, guck mal. Oh. Pavillon Stufe 1. Leerer Platz, leerer Platz. Ah, leerer Platz. Oh, Versorgungszelt. Schaltet den Offizier Quartiermeister frei. Vorräte, okay, Vorrätekapazität, Wohnsitzeinnahmen. Oh, wir kriegen Geld im Monat verdienen. Und die Seuchengefahr geht runter. Also das Baderzelt ist auf jeden Fall ganz cool. Das bringt uns noch nichts. Glaube ich. Der Tross. Reisetempo, ja, maximale Größe. Ich habe einfach nur 2 Leute. Das ist ein Speisezelt. Deswegen, diese ganzen Offiziersposten sind ja Quatsch, wenn ich noch niemanden habe, den ich da reinsetzen kann. Anzahl Ritter plus 1. Wir sind ja noch nicht so weit, ne? Potenzial, Reisetempo, Reisetempo. Das ist auch vielleicht ganz interessant. Also ich glaube, das Badezelt ist gut. Bin da, also das finde ich gut. Das kann man nochmal upgraden. Ja, wir machen jetzt das Badezelt. Das errichte ich jetzt. Kostet, dauert 5 Monate. Da freuen wir uns. Und was ist hier los? Verbessern. Ach so, das hätte ich mir vorher angucken sollen. Aber das brauchen wir auch noch nicht. Das ist schon richtig so, wie wir das gemacht haben. Und jetzt könnten wir... Nee, können wir nicht. Wir können nur eine Sache. Doch, das haben wir, glaube ich, recht gut angestellt jetzt. Dann lass uns mal dabei bleiben. So, 76... Jetzt könnte ich das ja auch eigentlich ausführen, ne? Oder warten wir jetzt noch die 11 Tage ab und gucken, ob da noch was passiert. Nee, passiert gar nichts mehr. Wir haben jetzt 8 Vorteile. Ich weiß nicht, was ist, wenn wir jetzt noch 2 Phasen... Ich glaube, wir kriegen dann für jede Phase einen Vorteil, oder? Aber müssten wir nicht eigentlich bei 76% dann eh schon sein? V-
65%ige Erfolgschance. Nee, aber wisst ihr was? Dann. Jetzt warte ich die 2 noch ab. 120 Tage, ne? Dann habe ich 10. Boah, das dauert aber auch ganz schön lang. Ausbildung am Arbeitsplatz. Von jenen, die ich ausgewählt habe, um an diesem kleinen Vorhaben beteiligt zu sein, ist Christina wahrscheinlich am fähigsten. Obschon sie sich entschlossen einbringt, oder damit meine Bemühungen nicht vergebens sind, will sie wohl auch seine Fähigkeiten in solchen Angelegenheiten verbessern. Besser zu werden ist kostspielig, aber hilft uns schlussendlich. Ihr könnt noch weitergehen als das. Diplomatie-Herausforderung Christina, 64%. Diplomatie steigt um 2. Erhält 75 Anspannung, verliert 20 Meinung von euch. Oder sie findet uns überhaupt nicht cool. Was ist das? Jeder Agent im Komplott ein Theaterstück aufführen, gewinnt 15 Meinung von euch. Christina verliert 30 Meinung von uns. Naja gut, das heißt, sie verliert 15 Meinung von uns, aber der andere Hansmann bekommt 15 dazu, das heißt, er ist dann wieder im positiven Bereich oder der Plan läuft gut. Ein Theaterstück aufhören, erhält 20 Tage Fortschritt. Bringt uns jetzt auch nicht so viel. Also 64%, Diplomatie steigt um 2. Könnten wir machen, oder? Ja, finde ich gar nicht schlecht. Dann ist sie halt einfach noch besser, die Frau. Machen wir jetzt einfach. Ohne Freunde oder Schutz auf meinem kleinen Spaziergang werde ich von einem nervösen Menschen angesprochen, den ich nicht kenne. Einer Person, die sich selbst als Kahana vorstellt und in Gömür offensichtlich genauso fremd ist wie ich. Herr, ich fühle mich in diesen Ländern nicht wohl und ich hätte gehofft, dass so ein weltoffener Mensch wie ihr mich als obdachlosen Rabbinist aufnehmen würdet. Für einen kurzen Moment hält er inne und bereitet sich auf eine klare, erwartete Ablehnung vor. Ich verstehe, wenn ihr bereits zu viele Menschen zu versorgen habt, doch wenn ihr mich aufnehmt, werde ich euch bis ans Ende eurer Tage treu dienen. Ah, also wieso nicht? Wir brauchen neue Leute. Radlerauge, kommt zu Besuch. Hey Radli, vielen lieben Dank für den freundlichen Raid. Wir spielen Crusader Kings, das neue Add-on. Und sind hier, wir sind gerade mit Wilbald richtig gut unterwegs. Wir sind Wilbald, wir sind landlos, das heißt, wir besitzen ja gar nichts. Und sind gerade dabei zu überlegen, ob wir Kahana, diesen jungen Herrn hier, bei uns aufnehmen wollen. Wir gucken uns mal diesen Herrn an. Was der so kann. Oh, der ist ein kaufmännisches Genie. Das ist ja fantastisch. Er ist ja ein Klumpfuß auch, ne? Aber da kann er ja nichts für. Sonst eigentlich gute Eigenschaften. 13 Diplomatie, 19 Verwaltung. Ja, das ist doch ein guter Typ. Ja, den nehmen wir. Natürlich darf der bei uns bleiben. Natürlich. Yeah, wir haben einen neuen Freund. Warte mal, Pause, Pause, Pause. Das heißt, wir können... Können wir hier nicht noch einen reinsetzen? Nö. Schade. So. Wir können den Komplott ausführen. Und machen das hier. Komplott erhält 5% zur Enderfolgschance. Na gut. 71%. Wir machen jetzt. 71%ige Chance für das Theaterstück. Ach, das ist doch zum Mäusemelken. Komplott fehlgeschlagen. Und dann erschlug er eine wilde Bestie. Die Trommeln werden lauter, während ich mir einen Weg über die Bühne bahne und versuche, mich an sämtliche Theaterstücke zu erinnern, die ich je sah. Mit meiner über den Kopf erhobenen Waffe greife ich die bunte Puppe an. Mein Schlag geht daneben und mein Schwert bleibt im Holz stecken. Das Publikum bricht in Gelächter aus, doch es dauert nicht lange, bis Enttäuschung die Oberhand gewinnt. Ich werfe einen Blick zum Podium und sehe Graf Sync den Kopf schütteln. Das ist sehr ungehörig. Mist. Wir haben komplett versagt. All die Zeit, die wir investiert haben für das Theaterstück. Einfach alles für die Katz. Zurück in die Wildnis mit uns. Ich bin wirklich gekränkt. Wir haben uns super viel Mühe gegeben. Und es hat nicht sollen sein. Aber wir können ja mal gucken, ob wir
Vielleicht können wir hier ein bisschen was hier mit Leibarzt, bringt uns gar nichts. Die sind auch nicht. Was ist denn mit meinem neuen Freund? Wo ist er denn überhaupt? Wieso kann ich den noch nicht einsetzen? Den guten Mann. Wir sind doch jetzt gute Freunde. Ich werde jetzt einmal erstmal Hochdeutsch lernen. Ich will sofort Hochdeutsch lernen. Multilinguale Könige sind gefragt. Ja, jetzt müssen wir in Schimpf und Schande damit leben, dass wir schlechte Schauspieler sind. Also das ist wirklich sehr, sehr schade. Das Badezelt ist fertig. Was ist jetzt mit Quartiermeister? Jetzt können wir nämlich jemanden da reinsetzen. Ich glaube, ein Quartiermeister. Die Eignung müsste doch jetzt sozusagen. Also das, der ist doch bestimmt gut geeignet, der Typ, oder? Für einen Quartiermeister. Das müsste doch genau das sein. Woran sehe ich, was wir für die Eignung brauchen? Woran sehe ich das? Anforderung Quartiermeister. Verwaltung. Verwaltungswert. Okay, das geht um den Verwaltungswert, aber der andere Johnny Boy hat. Warte, woran war der noch gut? Der war doch in irgendwas richtig gut. Eine Verwaltung. Ja, wieso kann er denn, hä? Ach, ich muss den Pavillon. Tatsächlich? Hallo Gaius, was geht ab? Warte. Ich kann dann nur zwei machen, tatsächlich. Mist. Gut, dann verbessern wir den. Erst machen wir erstmal so. Das ist natürlich ganz fürchterlich jetzt. Ach, sieh, von wegen, ja. Siehste, das war gar nicht das, was ich wollte. Das siehste, sag ich doch. Jetzt muss ich hier warten, bis das upgraded ist. Das war das nämlich gar nicht. Vorräte sammeln. Oh, warte, was? Burgbesitz... besuchen. Heute sammeln. Lager verlegen. So, wir werden jetzt erstmal einen weiteren Auftrag annehmen. Und zwar den hier. Die Feindesentführung. Da sind wir richtig gut drin. Und ich könnte jetzt... Guck mal, Reiseoptionen. Einer ist im Gefolge. Ne, wieso denn nur einer? Die sollen alle mitkommen. Ermöglicht Ereignis, um Wanderer gegen Gold anzuwerben. Sofern ihr freie Stellen für Offiziere habt. Haben wir? Ich glaube schon, oder? Tauschhandel, Suche nach Geheimnissen. Beziehung fördern. Das können wir alles nicht machen, sehe ich das richtig? Alles ausgegraut. Das ist das Einzige, was wir machen können. Ihr seid ein Abenteuer. Ihr habt nicht den Vorzug Auge für Talente. Ja, das machen wir. Das finde ich gut. Und mehr können wir nicht machen. Der Rest ist noch... Oh, warte. Pfadfinderausrüstung erwerben. Wüsten, Wildnis, erfahrene Kapitäne. Söldner als Wachen. Oh. Aber nur für die Reise kostet mich das 20 Gold. Kulturbotschafter. Beeilt euch. Kann ich nicht. Nee, ich will kein Geld ausgeben für eine Eskorte. Aber ich will auch... Ach so, okay, erst der Karawanenführer, einer im Gefolge. Die sind ja nicht beide.
Das wird schon irgendwie passen. Ich könnte die jetzt abbauen und mitnehmen, glaube ich, oder? Kann ich die, oder voll, egal, das wird jetzt schon passen. Ah ne, warte, habe ich gar nicht gedrückt jetzt. Habe ich gedrückt? So. So rum. Bam. Reisen und Vertrag anzunehmen. So, jetzt geht's los. Da kommen wir angewackelt. Los, Leute! Was jetzt? Die Weiden anderer Leute. Heute ist ein herrlicher Tag. Das Wetter ist gut. Die Weiden von Hornd blühen. Das Vieh springt auf und ab. Und die Kälber laufen mit glänzendem und sauberen Fell neben ihren Müttern her. Alles in allem wird der Ort von einer sehr fähigen Hand geführt. Obschon mir ein paar kleinere Dinge auffallen, die ich etwas anders angehen würde. Die örtliche Matriarchin kommt auf mich zu. Einen wunderschönen guten Morgen, Herr. Sind diese Weiden nicht ein bezaubernder Anblick? Ja, das stimmt. Vielleicht kann ich einige dieser hiesigen Ideen auch in der Heimat umsetzen. Miste kann ich nicht nehmen. Verwaltung ist unter 16. Wollen wir doch einmal sehen, ob wir diese Dinge hier nicht etwas verbessert bekommen. Grafschaft von Hornd erhält 15 Jahre verbessertes Weideland. Ihr kommt einer Freundschaft mit Graf Germann näher. Das wollen wir doch haben. Graf Germann gewinnt 30 Meinung von euch. Ja, das ist doch super. Weil wir gute Verwaltungswerte haben. Ne, wir machen das hier. Ist als Sadist nicht immer das Beste, Leuten zu helfen, ne? Aber manchmal muss man das machen. Feindliche Erwerbungen. Die Anweisungen von Fürstbischof Lukasch sind klar. Findet einen Zeitpunkt, zu dem Tamasch verwundbar ist, erledigt alle Wachen, die er womöglich hat, und bringt ihn lebend und in Ketten zurück nach Eshtergom. Ganz einfach. Der gute Fürstbischof ist nicht sehr detailliert darauf eingegangen, warum genau er diesen bestimmten Menschen von heimlichen Schlägern entführen lassen will. Doch es steht uns eigentlich auch nicht zu, danach zu fragen. Wir sind einfach treue Söldner. So, Entführung Tamasch. Geheimhaltung 81%. Erforschung 21%. Zuwachs beruht auf Ränkespiel von euch. So, was machen wir denn jetzt? Ah, okay, pass auf. Ah, jetzt check ich das. Jetzt check ich das. Das verändert die Agentenplätze. Grobian, Muskeln, Speer, Lockvogel, Speer. Ich glaube, wir hatten beim letzten Mal zweimal Lockvogel genommen. Vermutlich das hier dann. Na, Grobian und Muskeln haben wir beides nicht. Straßenräuber. Ränkespiel und Kampfgeschick. Kampfgeschick und Ränkespiel. Ränkespiel und Diplomatie. Ränkespiel und Kriegsführung. Okay, pass auf. Jetzt check ich das erst. Also für uns ist Ränkespiel und Diplomatie ist das Beste. Also Lockvogel ist das Beste. Wir wollen möglichst viele Lockvögel haben. Hier haben wir nur einen. Gar keinen. Ah, da haben wir einen Lockvogel und zwei Speer. Genau das gleiche wie hier. Grobian und Muskeln. Und hier noch halt Straßenräuber dazu. Ränkespiel und Kampfgeschick. Kampfgeschick und Ränkespiel. Ränkespiel und Diplomatie. Ränkespiel und Kriegsführung. Haha, es ändert nicht nur die Position, sondern da gibt es auch einen Flat-Bonus auf die Erfolgschance. Okay. 81%, ne? Hier Geheimhaltung, Erfolgschance. Ist das dann das hier, wo es die Erfolgschance gibt? Diese Möglichkeit, Agentenplätze, die den Schwerpunkt auf eine höhere Erfolgschance legen. Ja, das ist schon nicht so schlecht. Erfolgschancen sind gut. Das ist mir egal. Geheimhaltung ist mir auch egal. Die Chance ist eh hoch. Also wir müssen eigentlich das hier, aber da habe ich nur ein Speer. Ne, das geht nicht. Wir müssen das hier machen. Ausgewogen. Das ist das Beste, glaube ich. Wir machen das hier. Und dann können wir... Warte mal kurz. Der Herr, der da andere darf hier nicht mitmachen. Das ist natürlich echt blöd. 61% Höchstwahrscheinlichkeit. Ach so. Ja, der darf nicht mitmachen hier.
Ich würde ihn so gerne mitmachen lassen. Keine Chance. Aber wieso ist der denn nicht bei Lockvogel? Würde das nicht mehr Sinn ergeben, den hier reinzupacken? Ränkespiel und Diplomatie, das ist doch... Ah, okay. Ah, Beitrag komplett. Nee, okay, verstehe. Also diese beiden erhöhen dann hier, also der arbeitet quasi hier dran. Und wenn ich den als Speer einsetze, dann würde der mir gar nicht die Wahrscheinlichkeit erhöhen, sondern die Geheimhaltung, sehe ich das richtig? Grundwert, Täuschung, Ränkespiel. Ja. Okay, okay, okay. Da wäre Grobian wahrscheinlich sogar besser gewesen. Mit Kämpf... Ja. Ja, okay. Dann ist das doch nicht so perfekt. Da müssen wir jetzt aber einfach mit leben. Und zusehen, dass wir hier möglichst vielleicht noch mit den Vorteilen die Wahrscheinlichkeit ein bisschen höher kriegen. Oh, rein ins Gasthaus, raus aus dem Gasthaus. Als wir uns die Straße entlang schleppen, kommt ein Gebäude in Sicht. Auf dem verwitterten Schild daran steht zum Pflug und Egge Gasthaus. Hier habt ihr heute Abend kein Glück. Wir haben kaum genügend Platz für unsere derzeitigen Gäste, geschweige denn für irgendwelche Neuankömmlinge. Die Gastwirtin drinnen schüttelt abweisend den Kopf. Und das gilt besonders für so zwielichtiges Volk wie euch. Zwielichtig? Hallo? Ich fürchte, ich brauche dringendst eine Unterkunft. 64% eure Hinweise kommt an und ihr hattet zudem einen Preisnachlass. 5 Öcken verlieren wir. 10 Jahre lang komfortable Umgebung. Ja. Finde ich gut. Ihr hattet 13 Eigenschaftserfahrungen in Brand. Och. Es gibt einen Mord. 5%ige Chance für einen Mord. Diplomatie heraus von 78%. Euer Falschen erweist sich als erfolgreich. Ihr verliert 15 Öcken. Ja, dann nehmen wir lieber die 10 Euro da in Kauf und machen das hier. Ach du Scheiße, sie gibt nicht nach. Ach. Das ging da hinten los. Das ist ja echt jetzt Pech gewesen. Vielleicht können wir in Zukunft wieder ein bisschen mehr Glück haben. Das fände ich gut. Ha! Darbende Soldaten. Eine Gestalt stolpert ins Lager schmutzig und müde und sie braucht offenkundig etwas Ordentliches zu essen. Sie stellt sich als Tamasch vor. Es gibt noch mehr von meiner Sorte. Er deutet in die Ferne. Immer so lässt man uns einfach zurück, wenn ein Kleinkrieg endet. Unsere Schwertarme sind immer noch stark, doch unser Los ist es, darbend umherzuziehen. Wir sind die einzigen, die noch übrig sind, die verwundbare Opfer nicht ihres Proviantes und ihre Wertsachen wegen überfallen. In seinen Augen funkelt die Entschlossenheit trotz seiner abgerissenen Erscheinung. Lieber würde ich sterben. Okay, ihr seid besser als ich und Törichter. Tamasch bezahlt 19 Öcken an euch. Ihr werdet Eigentümer des Artefakts Brosche von Tamasch. Ihr erhaltet 6 Eigenschaftspunkte in was? Brosche von Tamasch? Schmuckstück, meisterlich. Eine einfache Brosche von guter Qualität. Sie besteht aus Kupfer und einer Schließe, die von einem geprägten Ring aus Kupfer eingefasst wird, der mit Ruhm versehen ist. Kampfgeschick plus 2, Prestige, Rittereffektivität, Phasenlenken. Das ist super. Ja, aber warte mal ganz kurz. Galgenvogel und sadistisch. Geil, deswegen kann ich das machen. Ich töte den oder was? Ist er dann tot? Oder ich... Ja, geil. Ich glaube, ich brauche lieber den Ritter. Ehrlich gesagt. Was kann der denn? Wie alt ist der? 27, gutes Alter. Dumm? Ja, ist egal. Dumm ist nicht... Das ist... Ach du Scheiße, der kann ja überhaupt nichts. Der hat 9 bei Kriegsführung. Ach du Scheiße. Gefühllos, unersättlich, fehlgeleiteter Krieger. Experte für unwegsames Gelände, aber einfach wirklich richtig dumm. Woher weiß ich denn jetzt, wie gut er im Kämpfen ist? Also das eine ist ja Kriegsführung. Ne, Kampfgeschick ist es da. Ach du Scheiße, der hat Kampfgeschick 1. Das ist doch kein Soldat.
Ne, der bringt ja nichts mit, was ich in irgendeiner Form gebrauchen kann. Nee, dann nehme ich lieber seine Brosche. Es tut mir sehr leid, außerdem ist das total im Rollenspiel. Ich bin ja schließlich ein Sadist und ein Galgenvogel. Gib mir deine Brosche. Gib sie mir sofort. Kuriositäten aus fernen Landen. Als ich den örtlichen Markt besuche, fällt mir ein Händler aus einem fernen Land ins Auge. Kommt näher, kommt doch näher. Bewundert die Schätze, die ich noch nie zuvor jemand in diesem Landen erblickt hat. Ich bin einfach an den Wachen vorbeigegangen, die für diese Schönheiten verantwortlich sind. Meine Menschenkenntnis ist unglaublich. Dieser Händler könnte mir mehr zu bieten haben als nur Wunder aus der Ferne. Es ist sicher spannend, wenn man so viel reist wie du. Ihr überzeugt den Händler, dass er das Wissen teilt. Ihr hattet 3 Jahre lang gelernt, Menschen zu lesen. Okay, 75 Öcken müssen wir dann von dieser Prestige-Geschichte bezahlen. Oder was wäre das? 50 Gold, das ist natürlich echt nicht wenig. Ihr haltet 3 Jahre lang gelernt, Menschen zu lesen. Ihr haltet 50 Ränkespiel-Lebenswandelpunkte, finde ich auch ganz gut. Ach, kriegen wir da auch. Ja. Da geht es eigentlich nur darum, ob ich 50 Gold haben will oder nicht. Geil. Sehr schön. Der Nekromant. Da ich nicht schlafen kann, beschließe ich, einen nächtlichen Spaziergang durch die Gegend zu machen. Meine Gedanken schweifen ab, bis ich rituellen Gesang höre. Ich folge der Stimme zu einer Lichtung, wo ein Ring aus Fackeln eine sonderbare und beunruhigende Szene beleuchtet. Ein Mann in einer Robe, den Blick auf sein Grimoire gerichtet, beschwört die Namen der Dämonen, die er an sich binden will. Vor ihm befindet sich ein mit Kreide gezeichneter Ritualkreis. Ist es Herr Strauß? Kompliziert und elegant und doch klar eine Ausgeburt des Wahnsinns. Dieser Mann ist eindeutig ein Nekromanzer. Ich stolpere schockiert nach vorn und mein Stolpern verkündet lautstark meine Ankunft. Ihr lasst diese üble Hexerei auf der Stelle bleiben. Was bedeutet das? Ihr erhaltet 50 Gunst der Kirche oder was das ist. Der üble Nekromant wird vertrieben. Ach du Scheiße, der könnte mich auch überwältigen. Und ich bin dann verwundet. Ah, ich könnte das aber auch. Ihr haltet 10 Jahre... Oh, geil, Dämonologie. Bildung plus 3. Frömmigkeit ist mir doch egal. Schrecklich, ich muss fliehen. Nee, ich will die Dämonologie lernen. Ja, wie geil ist das denn bitte? Sofort geben Sie mir ihr Wissen. Haltet den Dieb! Huch! Ich bin sofort... Wie sehe ich denn jetzt? Ah, nee, ist er das. Zetschok. Ich bin sofort zum Marktplatz geeilt, als ich die Nachricht hörte. Zetschok wurde auf frischer Tat ertappt, wie er etwas von einem Stand stahl. Schrecklich von oben herab behandelt mich niemand Geringeres als Graf Sync, der mich mit einem mörderischen, finsteren Blick bedenkt. Zetschok hingegen scheint viel erfreuter zu sein, mich zu sehen, damit ich ihn aus seiner misslichen Lage im Gefängnis befreien kann. Lasst mich euch erklären, welche Strafe in Göme auf Diebstahl steht, erklärt Graf Sync. Für gewöhnlich setzt es so einiges an Peitschenhieben, wenn man die übliche Strafe nicht bezahlen kann. Bei einem bekannten Mitglied einer Bande von kriminellen, verbrecherischen Vagabunden bin ich jedoch nicht geneigt, derart gnädig zu sein. Du Schwein. 75 Mark muss ich bezahlen. Er muss leider das akzeptieren. Ach du Scheiße, verstümmelt. Ugh. Wir verlangen einen Gerichtskampf. Mögliche Ereignisse. Er wird im Kampf siegreich sein und er ist freigesprochen. Oder wir verlieren den Kampf. Ich glaube, ich muss 75 Mark bezahlen. Ja, das ist wohl das Beste. Das ist mein gutes Gold für den Knecht ausgegeben. So, was? Ne, falscher Komplott. Warten Sie. Oh, der Pavillon ist fertig, warte. Der Reihe nach. Sind wir auf Pause? Jetzt sind wir auf Pause. So, wir gehen nochmal kurz in unser Lager. Das ist jetzt fertig. So, ich glaube, Quartiermeister Verwaltung. Jetzt habe ich es schon wieder verpeilt. Warte mal, er war doch so mega gut in
Er hier? Da, genau, Verwaltung. So, wenn ich jetzt das Versorgungszelt baue, was ich jetzt mir gerade überlegt habe, kann er Quartiermeister sein, weil er hier Verwaltung braucht. Aber was ist denn mit ihm hier los? Er ist doch mein Buddy jetzt. Wieso kann ich den denn für nichts einsetzen? Kahahanaha. Was ist denn los? Wir sind doch gute Freunde. Klumpfußboy. Ich baue jetzt erstmal das Versorgungszelt. Warum darf ich dich nicht einfach... Zwei Offiziere. Naja, wir werden das gleich sicherlich lösen können. Glaube, Spracherwerb machen wir doch gerade. Geschenk, Artefakt schenken. Nee, ey, apropos, ich habe doch ein Artefakt bekommen. Kann ich das nicht jetzt ausrüsten? Woran sehe ich das? Habe ich dieses Artefakt aktiv? Weiß ich gar nicht, ob ich das irgendwo sehe. Lebenswandel, Inventar. Da, die Brosche. Ist die jetzt schon ausgerüstet? Klicken, um auszurüsten. Ja, tolle Wurst, die hätte ich gar nicht ausgerüstet. Die hält noch 60 Jahre. Ja, das ist doch prima. Kampfgeschick plus 2. Ja, geil. Ich hätte das fast vergessen. Was ist hier mit... Nee, immer nur noch Christina. Ich muss langsam mal irgendwas... So. Wir haben immer noch einen Plot zu führen. Das ist die Sprache. Warten Sie mal kurz. Hatte ich nicht... Was ist denn mit meinem... Hallo? Was ist denn mit dem aktiven Plot passiert, den ich hatte? Hä? Ich hatte doch hier irgendwo so einen Plot. Wie... Hä? Oh, der ist abgelaufen. Oh nein, all die Bemühungen. Ah, ich hab's versaut. Ich hab's voll versaut. Was sollen wir denn jetzt machen? Tötet. Was? Ach so, nee, das ist der falsche. Nee, so einen Auftrag will ich nicht. Ich will ein Ränke-, Spiel- oder Diplomatie-Auftrag. Was ist denn das hier? Diplomatie-Komplott. Sind wir derzeit gar nicht so schlecht. Hm. 129 Öcken. 10 Eigenschaften. Da ist gerade Krieg, ja. Was ist denn mit der... Warte, wir haben noch hier so... Hat nicht irgendwer von euch gesagt, ich krieg in den Burgen... auch Aufträge? Was ist denn hier in dieser Stadt zum Beispiel? Sieht man irgendwo, ob hier Aufträge vorhanden sind oder muss ich da erstmal hinreisen? Wir sind hier in Gömör. Ich könnte das Lager verlegen. Es wird erstmal ein Versorgungszelt gebaut. Und dann müsste ich dann dahin reisen wahrscheinlich. Was ist denn hier? Oh ne, wir können mal Vorräte... Da! Burgbesitztum besuchen. Was haben wir denn hier? Kein Mensch ist eine Insel. Lasst uns das örtliche Besitztum von Gömer besuchen und sehen, was man bereithält. Ihr haltet die Gelegenheit zu folgendem. Exotische Geschichten hören oder Anhänger anwerben. Mit der Elitewache von Gömer üben. Artefakte kaufen, Verträge durchgehen. Ja. Ja, das machen wir.
Geil. Der große Hauptplatz. Wenige Orte sind so majestätisch wie große Bauwerke. Und Gömür ist da keine Ausnahme. Ungarische Truppen und Banner sind überall in der Stadt zu sehen. Als wir durch das Haupttor kommen, bemerke ich eine Handvoll Wachen, die aus den Schießscharten über uns spähen. Zetschok, mein Karawanenführer, schaut sich zufrieden mit zufriedenem Blick um und genießt offensichtlich den Wechsel in der gewohnten Umgebung. Werfen wir einen Blick in die Burg. Wir sollten uns die Taverne angucken. Ja, dann gehen wir erstmal in die Burg. Die Anlage um das große Besitztum von Gömür ist wie zu erwarten für kriegerische Zwecke eingerichtet. Pfeilfässer, eine rumliegenden Stangenwaffen, einem ansehnlichen Stall und dergleichen. Der Übungsplatz liegt gleich vor den Toren und vor dem Eingang trödelt eine Handvoll Garnisonswachen herum, die entweder mit dem Schlaf kämpfen oder ihre Waffen polieren. Zetschok schaut sich nachdenklich um und betrachtet dann das robuste Banner mit dem Wappen des örtlichen Hauses Balassa, das sich im Wind hängt. So, besuchen wir doch die Übungsplätze oder wir können hier jemanden anheuern sogar. Wir sollten in der Garnison nach tüchtigen Leuten Ausschau halten. Also ich glaube, da können wir üben, oder wie war das? Und da können wir rekrutieren. Komm, wir rekrutieren mal. Im Inneren der stickigen Garnison haben die Wachen einen Kampfring aufgebaut, um ihr Können zu verbessern. Zwei von ihnen benutzen den Ring gerade und prügeln aufeinander ein, angefeuert von einer Handvoll Schaulustiger. Ich beobachte sie eine Weile und es ist klar, dass Nandor, die erste Wache, wesentlich erfahrener ist als Levente, die zweite Wache. Als sie fertig sind, nähere ich mich vorsichtig dem Ring und sie richten ihre Aufmerksamkeit auf mich. Levente, wollt ihr für mich arbeiten? Oh, es ist teuer. Nandor ist der Bessere. So. Hier, Nandor ist, wie sieht das hier, oh, das ist der Zetschok. Levente Borda. 24 und, oh, der ist ja auch 61. Wie kann das denn sein? Nandor ist erfahrener, als, und der ist aber 61. Was kann der denn? Gucken wir uns diese, oh, der sieht ja komisch aus. So, gerecht, ehrlich, sadistisch, kann ich mich mit anfreunden. Brillanter Stratege. Plünderer. Aber auch echt abscheulich. Ja, also er sieht auch ein bisschen abscheulich aus. Aber er hat 14 Kampfgeschick und 14 Kriegsführung. Und das sind ja so zwei Eigenschaften, die wir noch gar nicht so wirklich bei uns haben. Da könnte er dann mein Wachmann werden. Das wäre doch nicht so schlecht. So, Nandor kostet 150 Öcken. Würfelspiele. Mögliche Ergebnisse. 44%, ihr gewinnt die Runde. Levente Borsa bezahlt 15 Öcken an euch. Nando bezahlt 15 Öcken an euch. Ja, könnte man machen, aber ist wahrscheinlich werden wir verlieren. Deswegen. Ich gebe das Geld jetzt aus. Dann habe ich nur noch 10 Groschen. Aber ich will den jetzt haben. Jetzt habe ich ihn. Ich glaube, das kostet zu viel Kohle, ne? Üben wir ein wenig. Ja, habe ich leider kein Geld. Gehen wir zurück. Jetzt gehen wir mal in die Taverne. Ach, jetzt, das hätte ich mal früher gucken sollen. 51 und 65. Ja, also, das hätte ich denn mit denen anfangen sollen. Die ist auch noch hässlich. Aber dies lüstern. Ah. Oh, sie ist ein Genie. Oh, wir hätten uns 30 Jahre früher kennenlernen sollen. Gesunder Körper, Mystiker. Die ist ja fantastisch. Ja, du bist zu alt. Hast du Töchter? Nee, ne? Schade. Ja, mit euch kann ich leider nichts machen. Aber was ist denn mit Geschichten? Diese Geschichte hat ein paar gute Punkte. Mögliche Ergebnisse 2%. Nee. Exotische Bildung. Ja, 3 Monate ist ja nicht lang. Teil der Geschichte passt so lang. Ihr haltet 100 Bildungslebenswandelspunkte. Nee. Tibor, wie kannst du nur so gut Geschichten erzählen? Ihr bezahlt 31 Öcken an Tibor. Die habe ich doch gar nicht mehr. Oder das war eine großartige Geschichte. Ja, okay. Das ist doch alles gut.
Was ist hier das für ein... Was ist denn... Warte. Hast die Ludus? Ne, okay, nehmen wir natürlich das Oberste. Wir probieren mal unser Glück. Während Einzelheiten der Geschichte von Tibor noch in meinem Kopf nachhallen, gehe ich zurück in den Gemeinschaftsraum, wo es deutlich lauter ist. Weiter vorn verfällt Setschok gerade in ein kleines Tänzchen, während der Troubadour der Taverne ein örtliches Volkslied zum Abschluss bringt. Ich verfolge das Treiben entspannt, während ich darüber nachdenke, was für mich als nächstes auf dem Plan steht. Ja, wir können ja noch andere... Ach, schade, wir können nicht wieder. Wir müssen zurück. Ja, dann können wir zurück ins Lager, ne? Aber was haben wir hier noch? Marktschreier? Ja. Oh, oh, was? Ja! Zwei Ränkespielverträge. Schatzkartenvertrag. Bildungsverträge. Okay, wir können für 75 Prestige jetzt zwei Ränkespielverträge auf der Karte haben. Und das machen wir jetzt auch. Dann gehen wir jetzt zurück. Zurück ins Lager. Das gefällt mir sehr gut. Wir gucken mal, was jetzt hier Phase ist. Wir haben noch total viele Freunde jetzt. Und vielleicht können wir mal mit Nandor irgendwie den anbandeln. Beeinflussung. Dass der ein bisschen... Was kann der für eine Sprache? Oh, Magiarisch. Können wir auch lernen von dem. Wir können die ganzen Sprachen lernen. Aber erstmal will ich, dass der mich mag. Das würde mir gut gefallen. Und was ist denn eigentlich mit dem anderen Komplott? Hat das funktioniert mit Setschok? Oder habe ich das auch wieder aus Versehen nicht gedrückt? So, dann... Wieso habe ich nur zwei Offiziere? Ich verstehe das nicht. Da, nee, doch. Nandor wird nämlich jetzt hier mein Leibwächter. Das ist wichtig. Nandor ist ab jetzt mein guter Freund und Leibwächter. Sehr schön. Handlanger. Nee. So, jetzt können wir mal gucken, welche Sprachen wir sprechen. Warte. Erstmal, ja, wir haben drei Anhänger. Was ist denn mit dem anderen Typen jetzt? Ich verstehe das nicht. Warum wird... Der soll mein Anhänger werden, der Typ. Warum ist der noch nicht... Vielleicht muss ich den nochmal beeinflussen. Ich wollte gucken, welche Sprachen ich spreche. Muss ja irgendwo stehen. Wo steht das? Barbier. Erinnerung vielleicht. Lebenswandel. Inventar. Wo stehen die Sprachen? Hier? Ich bin in Demologie gebildet. Das ist total geil. Links, wo denn? Wo sehe ich die Sprachen? Bin ich ein bisschen blind gerade? Barbier ist doch einfach nur neue... Das Team. Habe ich nicht gelernt, ne? Noch nichts. So, leider habe ich das komplett vergessen anzuwenden. Oder wie war das jetzt? Warte mal. 3 bis zum Abschluss. Wieso hat das andere denn nicht funktioniert? Wir werden das nie erfahren. Aber ich muss jetzt ganz dringend den Typ hier mal beeinflussen. Der soll doch gefälligst... Warum ist der denn nicht bei mir am Start? Warum? Ich brauche dich. Ich muss dich nochmal beeinflussen vielleicht. Ich werde auch ihn beeinflussen. Wenn ich eins kann, dann sind es Komplotte. Ich kann auch mehrere gleichzeitig haben, oder? No! Wait, warte mal. Was? Hatte ich das gerade schon gemacht? Okay, ich bin verwirrt.
habe das andere abgebrochen, ich Doofkopf. Nein, oh nein. So, Achtung, Achtung. Können wir erstmal das hier machen. Sowas von. Wir können hier 69 Gold bekommen, Vorräte. Außergewöhnlicher Erfolg, sogar mehr Gold. Ja, lass mal einen außergewöhnlichen Erfolg machen. Der Ruf von Graf Sync nach kundigen Berichten zu Geschehnissen in der Nähe des eigenen Hauptsitzes zieht allerlei Scharlatan an, die sie mit Gerüchten und offensichtlichen Fantasiegeschichten etwas Geld verdienen wollen. Zum Glück für ihn gehören mein Trupp und ich nicht zu den üblichen Narren, die sich am Hof herumdrücken. Wir haben einige interessante Geschichten aus benachbarten Ländern. Wie nützlich sie sind, muss der gute Graf allerdings schon selbst entscheiden. Doch zuerst müssen wir diskret einige Orte besuchen, von denen Sync gerne mehr erfahren möchte. Ja, wir reisen aber ungeteilt, oder? Ja, wir reisen ungeteilt. Nehmen den jetzt mit, den Wohnsitz. Bis da hinten. Och. Na gut, auf geht's. Alle miteinander. Quack! Vorauseilende Erkundung. Die Straßen von Hond sind voller Gerüchte über Krieg und Blut und viele Einwohner sind eindeutig davon überzeugt, dass Graf German derzeit Pläne für einen bewaffneten Zwist schmiedet, der schon sehr bald ausbrechen wird. Natürlich sind Kriege keine Seltenheit, doch sie machen es umso leichter, Ängste zu schüren, wenn die langen Abende mit nichts mit anderem als Gesprächen gut gefüllt werden können. Ob wahr oder nicht, es gibt viele gesprächige Leute, die gern ihre Meinung über das Gehörte mit einem Fremden teilen. Ich werde die Löffel spitzen. 85%, sie 74%. Mit German ist aber nicht zu spannend. Hier, Löffel spitzen auf jeden Fall. Geheiminformation brauchen wir. Haha, Geheiminformation. In ganz Bars wird darüber geredet, dass der ein oder andere Beamte von Graf Georgi eine wahrhaft schwindelerregende Menge an Bestechungsgeldern angenommen hat. Ein wenig Korruption hier und da ist nichts Ungewöhnliches, doch für viele Beamte ist ein erwarteter Teil ihres Salärs, doch auch dies hat seine Grenzen. Unter diesem Fall wurden die vertretbaren Grenzen weit überschritten. Das sind zwar schlechte Nachrichten für den Graf, aber hervorragende Nachrichten für jene, die sich für aufgebrachte Einheimische interessieren, die Geschichten zu erzählen haben. Geil. Wir werden auch 95%. Ja, großartig. Geben Sie mir sofort den Sieg. Weitere Geheiminformationen ergaunert. Wir sind richtig gut unterwegs. Wir sind sehr... Ah, warte. Ha! Guckt, Leute. Im Dreck wühlen. Ah, erlaubt die Reiseoption Suche nach Geheimnissen. Das ist doch quasi das, was wir gerade machen. Das ist gut. Das können wir dann machen, weil wir auch ein Abenteurer sind. Im Vergleich stehe ich gut da. Oh, Geheimnisse zu offenbaren gewährt Prestige. Komplotte, die eine Schonfrist verwenden, beginnen mit 4 zusätzlichen Monaten. Schnelle Hinrichtung. Ja, ich finde ja, das ist doch ganz geil. Dann können wir auf dem Weg immer schön Geheimnisse sammeln. Sollten wir doch immer machen, oder? Achso, weiter geht's. So, vorauseilende Erkundung. Taschen. Das ist jetzt das Gleiche. Das müssen wir jetzt nicht nochmal. Und geil. Die Agenten von Graf Sync treffen uns in Taschen, um ihrem Herrn unseren Bericht zu bringen. Da die von uns gesammelten Gerüchte und das Wissen, das wir durch Hörensagen erlangt haben, spärlich sind, gibt es vergleichsweise wenig für den Ratsspitzel von Sync zu tun. Wenig, aber nicht nichts. Ein kurzes, leicht mürrisches Gespräch später holen die Spione von Graf Sync die abgemachte Bezahlung herbei. Äußerst diskret. Naja, gut. Aber warte mal, 79, das war doch schon... Das war doch schon die bessere Variante der Belohnung. Ja, geil. Nö, das ist super. So, jetzt ist unser Lager ist nach Taschen verlegt worden. Wir machen uns die Taschen voll. Wir haben ja hier noch eine weitere Geschichte. Die sollten wir, glaube ich, dringend machen. Und... Was ist denn hier mit unserem... Ah, Versorgungszelt 4 Monate. Dann sollten wir doch als nächstes ganz schnell das hier noch machen. Ja, Vertrag annehmen. Und vielleicht sollte ich jetzt schneller reisen.
Ja, da können wir eigentlich... Wir sind jetzt ja gerade woanders hingekommen. Wir machen das so. Kann ich dann... Kann ich da jetzt nicht Reiseoptionen eventuell noch machen? Nee. Geht gerade nicht. Naja, dann brecht mal auf. Wir müssen ja verdienen. So, das ist jetzt... oh ne, das ist was anderes. Die Hochlage und die frische Luft von Prerau wirken sehr belebend, während wir die örtliche Bergfestung durchqueren. Die Soldaten im Tal scheinen eine seltene Art von Ausbildung zu durchlaufen, die ich noch nie gesehen habe. Ich gehe näher heran, da ich es einfach nicht schaffe, meine Neugierde zu zügeln. Ich werde vom örtlichen Hauptmann Raimund angesprochen. Möchtet ihr mitmachen, Herr? Ich bin immer für eine Herausforderung zu haben. 80%ige Chance, dass wir zum Fachmann für unwegsames Gelände heranreifen. Natürlich sehr gut. Aber das sind so Kampfsachen, die wir gar nicht brauchen. Christina macht mit. Was? Mein Karawanenführer? Ja, was bringt mir das? Das ist ja nur so für Kampf, ne? Nur für die Schlacht. Nee, ich glaube, das muss ich jetzt nicht unbedingt machen. Es ist natürlich dauerhaft wahrscheinlich, ne? Ist dauerhaft. Was, 50 Öcken? Leichtsinnig, ja. Das könnte auch gut sein. Brauchen wir das überhaupt jemals? Wie viel ist 4? Ist 4 gut? Ist viel, ist das 4? Ist viel 4? Reise von Wilbert nach Nidra wird um 7 Tage verzögert. Das ist, glaube ich, nicht so schlimm. Ja, ich glaube, ich brauche das nicht. Wir haben es eilig. Ich will das jetzt erstmal nicht haben. Als wir weiter Spissen-Snacks durchqueren, fällt mein Blick auf ein kunstvoll verziertes Grabmal inmitten einer Anordnung gewöhnlicher Gräber. Jemand hat das Grabmal wohl aufgebrochen und gleich hinter dem Eingang sehe ich das Schimmern unbekannter Schätze. Niemand außer meiner Gruppe scheint in der Nähe zu sein, wem auch immer eins der Inhalt dieses Grabes gehörte. Er hätte sicher nichts dagegen, wenn ich etwas mitnähme, das sonst ungenutzt bliebe, oder? Ja, niemandem würde es auffallen. 50 Irken, geil. Oder, oh nee, hier, ich klau das. 92% geklaut. 50 Irken. Gefahr, eine streitsüchtige Bande. Als wir durch Swissnicks wandern, hält unsere Karawane auf einer Lichtung, die von einer natürlichen Begrenzung umrahmt wird. Ich gehe auf den entstandenen Tumult zu, nur um festzustellen, dass Zetschok und Nando einen wutentbrannten Streit führen. Warum jetzt? Das ist doch Quatsch. Ich hab genug von eurem Blödsinn, ihr abscheulicher Dummkopf, sagt Zetschok und stampft mit dem Fuß auf. Ihr seid doch hier noch auf dieser ganzen Reise nur am Jammern. An jeder Kreuzung habt ihr herumgenörgelt und gefragt, sind wir schon da? Erwidert Nandor. Leute, Leute. Kommt schon, ihr beide findet doch sicher eine Einigung. Ihr erhaltet 100 Diplomatie-Lebenswandelerfahrung, 75 Prestige, 3 Eigenschaftserfahrungen in bewährt Reisender, 10 Jahre lang Gefolgsvermittler oder die streiten sich und finden mich richtig scheiße. Das wäre natürlich super. Das will ich haben. Keine Zeit. Die sollen kämpfen. Nee, das ist Quatsch. Also entweder das, dann würde ich 10 verlieren, ist okay. Aber 64%ige Chance ist doch geil, nehme ich. Geil, hat geklappt. Glück gehabt. Uiuiui. So, jetzt können wir wieder hier... 81% nur? Ach du. Yes, hat aber geklappt. Oh nein, was ist jetzt? Reise einer Ente. Der Tag auf der Straße verlief bislang ziemlich ruhig und ohne besondere Vorkommnisse. Wir befinden uns irgendwo außerhalb von Selmchen-Kipabanya und ich schließe die Augen, während mich mein Reittier einen Schritt nach dem anderen näher in Richtung Ziel bringt.
Der Wind spielt eine wunderbare Melodie in den Baumkronen, doch auch ein anderes Geräusch wird von der Brise herangetragen. Ist das nicht von unserem Gefolge stammt? Ist das ein Quaken? Ich versuche den Ursprung des Quakens auszumachen und stelle fest, dass es von einem Gebüsch zu meiner Rechten kommt. Das ist einfach nur albern. Ihr haltet 5 Jahre lang Entenquaken? Das ist ja toll. Ich könnte ihr schon folgen. Ihr folgt der Ente eine Weile lang. Okay, wir könnten ihr folgen. Ich glaube, wir folgen ihr. Wir werden ihr folgen. Ich könnte ihr schon folgen. Ich steige ab und entdecke die Ente im nahen Gebüsch. Sie beginnt in die Wildnis zu watscheln und ich folge ihr zu Fuß. Ich folge dem Quaken immer weiter und nach gesellt sich zumindest ganz leise, dann aber immer lauter werdend Gezwitscher dazu. Als ich um den nächsten Strauch biege, sehe ich nicht nur eine Ente, sondern Unmengen von Enten und Entenkükennestern. Ich spüre, wie mein Magen knurrt, während ich den Anblick der zarten Enten und Entenküken genieße. Okay. Sie würden einen ausgezeichneten Braten abgeben. Ihr erhaltet 10 Jahre lang wohlgenährt. 50%. Gewaltiger Bonus auf Gesundheit. Oder wir... Ach du Scheiße. An einem Knochen verschluckt. 50-50 Chance. Ja Mist. Das ist jetzt blöd, aber ich habe nur eine Option. Scheiße. Ich habe mich verschluckt. Ach, jetzt ist das wieder mit dieser Schimmeligkeit. Das ist jetzt aber... 93%, wir finden Nahrung. Komm jetzt. Boah, das war jetzt aber blöd. 95%, wir spitzen die. Ja, und da klappt. Ja, mega doof. Das wäre so schön gewesen. Wohlgenährt wäre doch voll gut gewesen. Ich werde die Löffel spitzen. 95% ist auch geil. Vorauseilende Erkundung, Erfolg. Die Agenten von Graf Georgi treffen uns in Eshterogom, um ihrem Herrn unseren Bericht zu bringen, da die von uns gesammelten Gerüchte und das Wissen, das wir durch Hörensagen erlangt haben, spärlich sind, gibt es vergleichsweise wenig und so weiter und so fort. Aber wir haben trotzdem das beste Ende. Komm. Bei Vertrag hervorgetan. Sehr gut. Sind wir wieder nach Hause in unser Lager. Aber das war jetzt zumindest ein Erfolg. Oh, das ist noch ein Ränkespielauftrag. Dann machen wir Pause. Der Bischof will schon wieder was. Der Bischof. Ja, das können wir doch durchaus machen. Das gibt viel Geld. Und fern von Geld. Wir nehmen diesen Vertrag an. Und wir werden, glaube ich, mal unser Zelt wieder da lassen, wo es ist. Und reisen wir los. Und wir spitzen die Löffel. 96%ige Chance. Hat geklappt. Hat geklappt. Oh, was ist los? Nein, die... Ach. Die sind schon wieder am Streiten. Naja, wir müssen hier wieder gnädig sein. Hatten wir nicht einen Bonus bekommen? Auf Schlichtung? Wird der hier zur Anwendung gebracht? Shit, nein. Ugh. Nandor, nein! Der war voll teuer. Oh nein, das ist ja fürchterlich. Ist auch Christina noch krank. Nein! Ach, für 73%, dass das klappt. Ich werde sie heilen. Yay! Wenigstens eine gute Sache. Aber das Nandor, das fand ich blöd. Ich werde die... Ach, 78% aber nur. Oh, guck mal. Wieso ist denn... Das hat eine bessere Chance. Abgefahren. Ja gut, dann müssen wir diesmal das machen. Klappt. Hier kämpfen die, ne? Da wird hier
Ups. Was ist das? Ein russischer Bettelmönch. Wir haben schon oft vernommen, dass Prishmishil ein Landstrich ist, in dem es viele heilige Leute gibt, die in bitterer Armut diese Gegend durchstreifen und oft nur von ihrem Glauben leben. Ein solcher Mensch ist an unserer Karawane herangetreten, um jedem, der zuhört, seine eigene mystisch-esoterische Philosophie zu predigen. Diese verarmte Kreatur scheint sich nur ungern von unserer Gruppe trennen zu wollen, doch vielleicht kann ich sie loswerden. Ich kann ja meisterlich debattieren. Joa. Das könnte nach hinten losgehen. Ich hoffe, dass er... Oh, der Ketzer muss brennen. Ich kann ihn einfach komplett verbrennen. Was fällt ihm ein? Was? Ich habe 100 Frömmigkeit könnte ich bekommen. Ich habe 83 Frömmigkeit. Ist, glaube ich, fast zu vernachlässigen. Aber ich finde, um ehrlich zu sein, er muss brennen. Das ist einfach... Bin ich angespannt? Bin ich in irgendeiner Form... Geht's mir gut, oder? Warte, wo sehe ich jetzt immer die Anspannung? Wo war das noch gleich? Warte, wo sehe ich nochmal die Anspannung? Wo bist du? Ah, hier sehe ich das. Anspannung, 40. Ja gut, dann können wir den verbrennen. Tschüss. Oh nein, der arme Typ. Sanftes Moon und der Geruch von Dung sind nicht alles, was die hügeligen Weiden von Sanok dem Reisenden bieten. Es gibt auch schreiende Knechte, lautes Gebrüll und einen entflohenen Stier auf der Straße vor uns. Das Ungetüm stürmt völlig außer sich hin und her, bis es ein Opfer ausmacht. Christina, was tust du? Auf ihrem in Panik geratenen Ross. In der Nähe steht ein offenes Tor, hinter dem man die Beste bändigen könnte. Einer von uns muss nur mutig sein, sie zu ködern. 75% Chance auf Stierkämpfer. Ja, geil. Oder Z-Shock soll's machen? Oder das ist es nicht wert? Nö, wir greifen ein. Wir könnten... Oh Gott, wir könnten... Och du Scheiße. Wenn wir uns verstümmeln, ist ein Ach du grüne Neune. Okay, ey, wenn wir Pech haben, sind wir für alle Zeit verstümmelt. Und alles ist ganz fürchterlich schlimm. Und die Fruchtbarkeit sinkt rapide. Och Gott, aber nur ein Jahr lang. Das ist jetzt wirklich ein großer Moment. Ich könnte auch einfach Z-Shock schicken. Dann kriegt er das halt. Aber so Stierkämpfer ist schon ganz geil. Yes! Oh! Wir sind voll gut. Voraus allen Erkundungen. Ach ja, genau. Was haben wir hier? 88%, 78%, 88%. Geil. Hat geklappt. Und jetzt haben wir 96 Mark bekommen. Und der Erzfürst Bischof findet uns richtig gut. Und wir haben Essen. Dankeschön. So, pass auf. Gehen wir jetzt nach Hause? Ja. Gibt es noch so Ränke... Schenke. Wir wollen langsam mal heiraten. Ich könnte einen Gefallen vielleicht einfach. Kann ich nicht irgendwas erobern? Kann ich mir nicht so eine kleine... Ich muss wahrscheinlich mit dem Geld, muss ich mir eine Truppe ausheben und dann eine eigene Ortschaft erobern? Oder was wäre jetzt der Plan? Könnte ich zum Beispiel hier nach Tarnow gehen? Das ist doch klein. Da gibt es doch nichts. Wer wohnt da? Hier, guck mal hier, der ist doch schwach. Der ist 9 Jahre alt. Das ist ein schwaches... Gelände hier. Hat der ein Vasall, also ist der Vasall von irgendwem? Kann ich den angreifen? Kann ich mir die Grafschaft erobern? Hat der irgendwas? Aufgebote 936. Hat der einen Vasall oder so? Also, nee, warte, ist er Vasall von jemandem? Guck mal hier, der ist dood. Könnt ihr auch eine Frau heiraten? Einfach mich mal anbieten. Haupterbe, Lehn... Ach da, das ist der Lehnsherr. Naja, wird der Lehnsherr eingreifen, oder? Vermutlich wird der eingreifen.
Wie sieht das denn jetzt aus, wenn ich einfach mal... Ich guck einfach mal. Nö. Nando ist böse. Schade. Kann ich ihn nicht zurückholen? Ja, es sind keine Frauen anwesend, leider. Niemand will mich heiraten. Geschlecht weiblich. Erwachsene. Heiratsstatus. Unverheiratet. So. Was sehen wir denn da? Diplomatische Reichweite innerhalb. Kann ich jetzt mir irgendwen hier schnappen? Warte, ich hab doch gesagt, war weiblich. Gertrude. Die ist ja voll alt. Ey, ich brauche mal hier dringend... Obwohl, warte mal, wenn ich jemanden heirate... Ich kann doch einfach jemanden heiraten und dann stirbt die und dann ist es doch mein Land, oder nicht? Was halten wir denn davon, wenn ich jetzt irgendjemanden hier töte? Mitglieder 14, lebende Mitglieder 14. Aber werde ich dann als ihr Gatte automatisch Regent? Nee, ne? So geht das nicht, sagt Ansel, der kennt sich aus. Agnes von Metz. Die wollen alle nicht, dass ich sie heirate. Das kann ich aber auch verstehen. Verstehe ich schon. Warte mal, können wir nicht noch irgendwas? Die sind einfach nur ganz alt, alle. Ganz alte Leute. Die werden aber jünger, je weiter man nach unten kommt. Guck, Hildegarde. Die haben alle, sind alle von niederer Geburt. Aber ich muss ja irgendwann mal anfangen, mich fortzupflanzen. Also es ist nur niedere Geburt hier. Warte. Oh, die sind ja voll jung. Guck mal hier, sowas. Aber die wollen mich natürlich nicht, ne? Ist mir schon klar. Warum sollten die mich haben wollen? Ich könnte die natürlich bezirzen, aber... Was haben die denn hier so für... das ist doch erbbar, oder? Ne, Ausbildung. Stottern. Ne, was will ich nicht. Gibt es hier kein Genie? Ich bin doch auch ein Genie. Ist denn niemand daran interessiert, ein Genie zu ehelichen? Ich würde mich hier einfach sehr gerne hochheiraten. Was ist denn hier? Pass auf, wir können doch sortieren. Was ist denn mit... Da fehlen doch Sachen. Echt total scheißegal. Ich glaube, das würde so oder so einfach... Ich hätte einfach alles keine Zukunft, was ich hier mache. Aber die haben alle keine vererbbaren Eigenschaften, oder wie sehe ich das? Was sind denn die ganzen Leute, die auch Genies sind? Hier sowas da, das sind vererbbare. Schlau und stark. Die ist also, guck mal hier, die ist schlau und stark. Aber sie würde mich nicht ehelichen wollen, warum sollte sie das machen? Gibt gar keinen Grund für sie, das zu tun. Aber wir gucken uns die jetzt mal an, so schlau und stark. Schlau und stark wäre diese hier. Guck mal hier. Die ist erst, was hatte ich jetzt gesagt? 25, Gast von König Philipp. So, jetzt kriege ich doch einfach mal diese, die hier fragen. Druckmittel fingieren. Ich würde nicht annehmen. Positiven Gesamt. Ja, das kann ich die doch. Ich wollte sie hier beeinflussen. Ach, zu weit weg. Ich muss dahin, wo sie wohnt. Ich könnte ihr aber ein Geschenk. Das würde natürlich per Post funktionieren. Ja, ich kann ja gar nicht wirklich mit ihr irgendwas machen. Ich müsste dahin, wo sie wohnt. Und sie wohnt voll weit weg, oder? Sie ist bei da. Ja. In Frankreich. Nee, das funktioniert so nicht. Es gibt halt einfach kein Tinder, Leute.
So, Versorgungszelt ist abgeschlossen. Können wir jetzt bitte mal den Quartiermeister... Es ist ja so frech. Wieso funktioniert das nicht? Das ist aber bald fertig. Ja, ja, ich werde weiter jetzt reisen. Pass auf, mach dir keine Sorgen, Ansuil. Wir werden weiter reisen. Und uns gut Freund machen mit den ganzen Leuten. Oh nein, es ist schon wieder Streit. Ach, die beiden Zanknasen. Ja, also wir müssen leider für ihn Partei ergreifen, weil sie hat schon 100 und dann kann ich das besser. Ja, er muss sich leider so machen. Sorry, Ilse. Geht nie anders. So, ist das hier jetzt gleich fertig? Warte mal ganz kurz, wir sind wieder bei uns im Zelt. Lass mal schauen, wir können auch nach Nahrung, aber wir haben genug Vorräte. Wir haben jetzt auch wieder Geld, ne? Wir können jetzt jemanden anheuern auch wieder. Oder wir ziehen um. Wir waren ja schon hier, ne? Gibt's hier irgendwo noch einen Auftrag, der uns reizt? Gibt's hier einen Auftrag, der uns reizt? Betrügereien. Diplomatiekomplott. Naja, es gibt hier derzeit nicht so viele interessante Verträge. Dynastie-Skill haben wir. Was? Nee. Wo denn? Bist du dir sicher? Warum siehst du das? Nee. Das ist gleich fertig. Lass mich mal kurz überlegen, ob ich jetzt einfach weiterziehe. Was müsste man denn dafür machen? Ja, es ist ja nicht so. Wir müssen eher so... Vielleicht können wir nochmal in die Stadt gehen und uns da wieder Aufträge kaufen. Das muss doch möglich sein. Was ist hier? Fraktion unterstützen. Wir müssen ja irgendwann mal anfangen, weiterzukommen. Ich muss jemanden heiraten. Das ist fertig. Wir besuchen jetzt die Stadt. Wir kommen. Wir gehen da jetzt nochmal rein. Da, ich besuche die nochmal die Burg. So. Und guck mal in der Taverne. Hören uns eine Geschichte an. Und Scharfsinn. What? Okay. Ist das wichtig für uns? Lass mal die Geschichte. Teil der Geschichte passend zu eurer Lage. Exotische Diplomatie. Ja, ich mache jetzt hier mal das. Was bekomme ich? Ah. Okay, bringt uns nicht so viel. Wer lässt sich hier anheuern? Was haben wir hier? Beshprim. Oh, warte mal. Guck mal. Missgünstiger Gierschlund. Ein missgünstiger Gierschlund, aber sie ist ein kaufmännisches Genie. Aber der andere... Oh, Alter, 24 Verwaltung. Boah. Schüchtern, gierig und stur. Die schüchterne, gierige, sture Frau hat aber 24 Verwaltung. Also das ist schon nicht so schlecht. Und wir könnten sie natürlich auch komplett heiraten. Wir könnten uns richtig gut Freund mit ihr machen. Sie ist 27, geht noch.
Könnte passieren. Heirate die und dein Kind wird ein hinterlistiger Turbo-Nerd. Was? Echt? Ja, Ansiedel will reisen, ne? Ich meine, ey, die ist jetzt nicht schlecht. Ja, ey, hallo, die hat 24 Verwaltung. Das ist richtig gut. Wir gucken uns den anderen Johnny auch nochmal an, für alle Fälle. Der kann ja gar nichts. Der ist zwar eine Wohlgestalt, aber was... Nee, das ist ja... Sie ist ja ein richtiges Genie. Sie ist ein richtiges Genie. Was kostet die Frau? Malgorchata. Unglaublich viel Potenzial. 118 Mark. 118 Mark. Ansonsten bringt die aber auch nichts mit. Also nur irgendwelche Verwaltungsfähigkeiten hat die dann. Aber sie kann jetzt nicht wirklich in die benötigten Skillsets was mit einbringen. So. Also wenn ich... Ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Nando hat 150 gekostet. Und was hat der gebracht? Gar nichts. Ja, da habt ihr völlig recht. Aber wir können, sie hat natürlich keine vererbbaren Eigenschaften. Wir können jetzt auch von, wisst ihr was, wir ziehen jetzt, wir machen mal was an, so wie auch möchte. Wir kaufen die jetzt hier, die Frau. Also klingt, wir heuern sie an, klingt besser. Was, sind die, ach, hier sind ja drei Leute, den habe ich mir noch gar nicht angeguckt. Oh, 24 Bildung. Das ist ein Albino, sehr lustig. Ein weiser Mann. Und ein bemühter Schreiber. 24 Bildung ist auch geil. Aber sie ist schon besser hier. Malgazotta. Ja, ja, wir nehmen die mit. Hier, Malgaz. Hier, die kriegen wir jetzt ins Gefolge. Integriert. So. Herzlich willkommen. Hier sind wir fertig. Und jetzt könnte ich natürlich noch jemanden anheuern. Machen wir aber nicht. Wir gehen zurück ins Lager. Ich... Was ist denn jetzt mit meinem Plot? Der ist doch jetzt fertig, da der Plot. 12 Tage noch. Danach werde ich hier mal mit ihr warm werden und gucken, was dann geht. So, ganz kurz. Jetzt wollte ich mal schauen... Was? Nando ist immer noch mein Leibwächter? Wie geht das denn? Ich denke, er ist abgehauen. So, Quartiermeister. Hier, sowas von. 24 Verwaltung. Geil. Was bringt mir das? Vorräteverlust minus 50%, Versorgungskapazität plus 50%. Also super. Herzlich willkommen. Gute Dame. So, und wir werden jetzt trotzdem weiterreisen. Aber wohin? In den Norden? In den Westen? Vielleicht ein bisschen in den Westen rein. Das Heilige Römische Krieg? Oder erstmal so in den Norden und dann in den Westen? Wir sind... Hier, was haben wir denn noch so für Ortschaften? Italien. Auf nach Byzanz. Byzanz ist ja im Osten. Das ist aber eine weite Reise. Ich bin ja Alexander der Große, ich bin einfach nur ein kleiner Dieb. Hier ist Byzanz. Dann doch eher im Süden. Ja, nee, wir machen das anders. Wir gehen erstmal in eine andere Burg. Hier, das nächste, da gehen wir jetzt erstmal hin. Also wir reisen dahin und wir haben die Reiseoption nach Talenten Ausschau halten. Und als zweites machen wir Suche nach Geheimnissen. Und let's go. Ach, jetzt hätte ich drücken müssen. Ah, es ist fertig. Tage nehmen, ich bin auf Pause. Ey, das hat nicht geklappt. Ich habe mich verdrückt. Zack. Lager verlegen.
So. Zack. Talente Ausschau halten und Suche nach Geheimnissen. 35. Wow. Let's go. So. Erfolgschance, warte mal, was ist denn jetzt hier los? Warum kann ich denn das jetzt nicht... Ach so, warte mal, war das jetzt erfolgreich? Weil er ist jetzt schon bei 77%. Da, beeinflusst. 25 Meinung von uns erhalten. Ja, aber das ist doch gut, also das hat funktioniert. Dann würde ich das jetzt hier mal beenden. Hat ja geklappt. Ich check immer noch nicht, warum ich mit dem nichts machen kann. Ich check's nicht, warum ich den nicht einsetzen kann. Ich verstehe auch nicht, was hier Phase ist, warum der noch mein Leibwächter ist, aber gleichzeitig auch nicht mein Leibwächter. Eddie Spaghetti! Was geht ab? Hallo Leute, schön, dass ihr da seid. Ich begrüße euch ganz herzlich. Bei mir. Hallo Chen. Wir spielen Crusader Kings. Und ich habe nichts auszurichten, sehr gut. Wir spielen Crusader Kings. Es ist sehr, sehr lustig, das neue Add-on. Eddie braucht mal wieder eine Umarmung. Warum? Was ist los? Kann er sehr gerne bekommen. Er weiß ja, wo ich wohne. Komm rum. Was ist das für eine Musik bis zum Orient? Nee. Wir spielen, das weißt du ganz. Ich hab. Weil du ihn anlügst. Bist du morgen auch bei Home? Ja, ich bin. Nee, bin ich bei Home? Nee, ich bin nicht bei Home. Ich habe überhaupt. Wie immer habe ich keine Ahnung, wovon ihr redet. Aber das ist gar kein Problem. Ich erzähle euch jetzt, was wir gerade machen. Wir spielen Crusader Kings und wir sind ein landloser Räuber, der mit Ränkespielen sich übers Wasser hält. Ihr erzählt alle Quatsch, oder? Der hat euch instruiert, solche Dinge. Und einfach mal zu gucken, ob ich mich schuldig fühle. Das ist eine sehr gute Taktik. Du könntest auch Crusader Kings spielen. Einfach jemandem so Vorwürfe machen. Ich bin so enttäuscht. Ich weiß genau, ich weiß alles. Und warum konntest du das, warum hast du das gemacht? Und wenn die Person einfach mal versuchen, so, wie sagt man, ins Blinde werfen. Nee, es gibt so ein Sprichwort. Ihr wisst, was ich meine. Und wenn der dann wirklich was verbrochen hat, dann hast du einen Zufallstreffer. Ich glaube, das ins Blaue wäre, als Blaue springen. Keine Ahnung, ihr wisst, was ich meine. So, zurück zum Spiel. Wir sind hier in dieser Welt, so östlich des Römischen Reiches, und machen die ganze Zeit irgendwelche Ränkespielaufträge, sammeln Informationen, manipulieren so ein bisschen, damit verdienen wir Geld, haben jetzt so ein kleines Gefolge. Und versuchen einfach voranzukommen im Leben, ein bisschen Land vielleicht irgendwann zu erwerben. Und wir müssen erstmal eine Frau haben. Und jetzt habe ich mir hier gerade Malgor Chatter gekauft, also als Begleiterin angeheuert. Und sie ist vielleicht eine mögliche Partnerin. Jetzt ist WB auch noch da. Hallo, 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 hallo WB, was geht ab? Schön, dass ihr da seid. Ey, ihr Freunde von WB, ihr wisst ja sicherlich, was Crusader Kings ist. Deswegen muss ich euch das gar nicht groß erklären. Das spielen wir nämlich gerade. Ich bin Wilbald. Und Wilbald ist landlos. Es gibt ja das neue Crusader Kings Add-on jetzt. Und wir sind einfach landlos gestartet. Sind so eine, eigentlich sind wir eine Räuberbande. Und wir haben hier so ein kleines Gefolge schon uns zusammengestellt. Einer hat uns auch schon wieder verlassen. Und zwar Nandor, der Frosch, der wird hier noch aufgeführt. Ich weiß gar nicht warum, eigentlich ist er schon weg. Und Malgor Chatter ist ganz neu. Wir sind unverheiratet, das ist auch unverantwortlich, beides. Und wir müssen jetzt dringend uns um eine Braut bemühen.
Sie hier ist schon eine potenzielle Ehegattin, weil sie 24 Verwaltung hat und das ist eigentlich ganz gut. Sie hat aber keine besonderen Fähigkeiten, die sie mir vererben kann. Ich wiederum will bald. Ich bin Genie. Deswegen, ich bin auch Sadist und Galgenvogel, aber als Genie bin ich natürlich mit einer Person an meiner Seite, die nicht auch über Geisteskräfte dieser Art verfügt, schnell gelangweilt. Aber hey, es geht ja auch in erster Linie mal darum, jetzt eine Erbe, eine Erbfolge zu errichten, indem ich Kinder kriege und dafür sorge, dass mit mir nicht meine Dynastie stirbt. So. Jetzt habe ich nochmal für alle zusammengefasst. Jetzt geht unsere Reise weiter. Erstmal will ich jetzt folgendes machen. Ich will jetzt mal mit ihr ein bisschen anbandeln. Dafür beeinflusst sie sich. Oh, guck mal, ich kann jetzt schon die Heirat machen. Das geht ja schon. Ich könnte sie direkt heiraten. Ich glaube, die mag mich schon genug dafür. Oder... Oh, ich könnte sie erstmal verführen. Nee. Ich kann sie umwerben. Seelengefährten. Ich könnte sie wirklich jetzt ein bisschen umwerben. Wenn ich noch etwas Besseres finde, dann... Wir machen erstmal das. Ich umwerbe sie jetzt. Ich kann die wahrscheinlich eh schon heiraten. Aber da können wir Seelengefährten werden. Während ich sie umwerbe, ich singe eine Liebesballade. Ich platziere insgesamt einen Brief in ihren Gemächern. Ich beeindrucke sie, indem ich einen Übungskampf gewinne. Das ist nicht mein Ding. Bauchgefühl, singe, das kann ich ja alles nicht. Okay, warte mal. Wie kriege ich denn raus, was sie am besten findet? Sie ist komplett missgünstiger Gierschlund. Sie ist ein missgünstiger Gierschlund. Aber was mag sie denn? Was kann die denn überhaupt? Bildung ist, sie kann nur verwalten. Sie ist eine reine Verwalterin. Eine Liebesballade. Die will nur Geld. Von meinem Bauchgefühl leiten. Nee, sie ist kein Bauchmensch. Sie ist ein Gierschlund, die einfach nur Geld zählen will. Oh, guck mal, die ist eingeschüchtert durch euren schrecklichen Ruf. Da sie sich fürchtet, wird sie sich sehr wahrscheinlich nicht gegen euch stellen. Ja, völlig zu Recht. Aber wie kriege ich denn jetzt raus, was sie am besten will? Du kannst sie einfach zur Frau nehmen, ne? Wisst ihr was? Ich kann sie einfach zur Frau nehmen. Kann ich das noch abbrechen? Dieses tölpelhafte Gebalze? Ich gebe ihr einen Brief. Meine Liebeserklärung ist allein für Malgor Charter bestimmt. Niemand sonst ist wichtig. Ich schütte mein Herz aus. Seite um Seite und meine Gefühle wachsen, als ich sie endlich in Worte fasse. Die Tinte ist kaum trocken, als ich mich aufmache zu den Gemächern von Malgor Charter. Ich lege die Schriftrolle sanft auf ihr Bett, ob sie hier wohl heute Nacht liegen und von mir träumen wird. Das Warten ist unerträglich. Beim Gedanken an eine Zurückweisung wird mir flau im Magen. Als ihre Antwort endlich kommt, breche ich das Siegel mit zitternden Händen. Obschon ich euch nicht ermutigen kann, mein Lehnsherr, danke ich euch doch für eure gütigen Worte. Hochachtungsvoll, das ist eine Abfuhr! Mist. Sie hat mir eine Abfuhr erteilt. Nee, sie will sich einfach nur rar machen. So. Wir wollen jetzt reisen. Ich hatte mir vorgenommen, dass wir eine Reise antreten. Ist sie bereits abgeschlossen? Sind wir schon im neuen Dorf angelangt? Ich glaube ja. Und zwar in der Grafschaft von Ratchiborz. Wir werden dieser Grafschaft jetzt einen Besuch abstatten und gucken, was es da so gibt. Dazu gehen wir hier in die Burg und dann schauen wir mal in die Taverne. Und dann gucken wir mal, wie man die anheuern kann. Und da sehen wir, da sind zwei junge Damen. Naja, nicht... Oh, okay, die sind da leider sehr alt. Die bringen mir alle nichts. Aber was können die Leute hier? Nee, bringen mir alle nichts. 16 Ränkespiel ist tatsächlich gar nicht schlecht. Nee. Nee. Nee, da ist jetzt niemand bei, wo ich sage, den muss ich unbedingt haben. Er ist eine Hexe. Der ist eine männliche Hexe. Aber er ist wunderschön. Eine wunderschöne männliche Hexe. Ja, aber sorry, ich kann jetzt nicht so viel Geld für dich ausgeben.
Dafür müsstest du viel, viel schöner sein. Wir können uns aber eine Geschichte anhören. Und was kriegen wir hier? Achso, das darf ich noch nicht. Wir bezahlen 31 Mark, bekommen Erfahrungspunkte in Scharfsinn. Ja, wollen wir ein bisschen Geld bezahlen? Also ich finde ehrlich gesagt, 31 Mark ist sehr viel. Aber dafür haben wir halt diese Eigenschaft bekommen. Von der ich nicht weiß, was die macht. Was macht die? Ich will das jetzt einfach haben. Ich bezahle jetzt 31 Mark für die Eigenschaft Hastiludius. Gucken wir uns mal die Burg an. Und schauen wir mal, was wir hier können. Oh, warte. Das ist eine junge Dame, 27. Alter Schwede, die ist ja auch... Nee, warte mal, die habe ich ja schon. Hä? Was ist nun los? Nee, das ist... Okay, ich wollte gerade sagen, die hat mich einfach begleitet. 15 in Kriegsführung bringt mir aber nichts. Ich brauche hier sowas, brauche ich Kampfgeschick, wäre glaube ich eher interessant. Waldkämpfer. Und er hier? Oh, 20 bei Kriegsführung und 16 bei Kampfgeschick. Das wäre ein guter Leibwächter, der Typ. Und es ist auch ein Riese. Der isst bestimmt total viel. Der frisst mir die Vorräte weg. Aber das wäre doch ein sehr guter Leibwächter. Nachdem mir mein anderer Leibwächter leider abhanden gekommen ist, könnte ich den doch eigentlich gut gebrauchen. Ihr wollt den Riesen, ha? Ich sehe das schon. Hallo Spinat, du bist auch super. Fragile Airspace, auch dir herzlichen Dank. Steinbrecher, danke für den Support. Jetzt sehe ich das gerade erst. 10.000 Cats, bist du noch da? Ich war so vertieft, Brötchenhunter. Gott, ich habe nicht aufgepasst. Lucifer, seid ihr noch da? Louis van Geest, ihr seid alle nicht mehr da, ne? Mist. So, wollt ihr den Riesen? Was kostet der Riese? Der Riese ist eigentlich ganz gut hier, finde ich. Also der kann ein bisschen kämpfen. Kämpfen ist gut. Der Rest ist komplett schäbig, der kann überhaupt nichts. Aber der heißt, was will er haben? 114 Mark. Nach 114 Mark. Nee, ich, ja. Ja, ja. Danan, du möchtest ihn natürlich haben jetzt. Das hast du schon zum Ausdruck gebracht, dass du diesen Riesen gerne haben willst. Pro Kilogramm ist das ein super Preis. Ja, pro Zentimeter auch, da hast du natürlich total recht. Aber wir haben nicht so viel Geld. Wir sollten vielleicht erstmal wieder ein bisschen Geld haben. Und was kostet hier üben, können wir uns auch. Kampfgeschick steigt um 1. Oh, das ist auch nicht schlecht. Für 100 Gold können wir plus 1 Kampfgeschick erhalten. Ah, ihr solltet euch unserem Lager anschließen. Okay, aber das darf ich nicht. Warum? Truppenübungsplatz. Ach so. Aber dann könnte ich den rekrutieren. Der hier, oder was? Was kann der denn? Oh, 22 sogar. Das wäre ein richtig guter Leibwächter. Der ist nämlich stark. Ja, der wäre doch super. Den will ich haben. Kann ich aber nicht haben, weil ich keinen Truppenübungsplatz habe. Siehst du? Sowas Trauriges. Der geht mir jetzt komplett flöten, diese Option. Naja, da geht das halt nicht. Ja, ehrlich gesagt hatten wir ja auch eher mal Ausschau halten wollen nach einer möglichen neuen Gefährtin. Hier finden wir aber nichts. Wir reisen, glaube ich, direkt weiter. Oder was? Wie lange dauert das, bis ich so einen Waffendingsbums gebaut habe? Ne, was war das? Truppenübungsplatz war das. 5 Monate, kostet 60 Mark. Ritter-Effekt 5%. Ah, könnten wir machen. Könnten wir machen. Dann hätten wir den rekrutiert und das wäre doch super gewesen. War Koch. Ganz gut für den Normalgroßen. Ja. Ihr wollt alle den Riesen, ne? Ja, aber der Waffenmeister ist ja voll der Champion auf jeden Fall. Ich baue jetzt einen Truppenübungsplatz. Dauert nur 5 Monate.
Und in der Zwischenzeit mache ich jetzt irgendwas anderes Geiles. Ich durchkämme das Land nach Nahrung. Ah, wird 3 Jahre nicht verfügbar sein. Euer Meister Furia oder euer Jägersmann habe ich ja beides nicht. Was kann ich denn noch machen? Erbe ausschlagen, bist du verrückt? Wir haben noch viel Nahrung, aber wir können halt die Zeit überbrücken und machen das jetzt. Was gibt's denn hier? Ich kann uns Essen besorgen. Das ist das Beste, ne? Ich muss das wieder machen. Ja, ich habe einfach mal 450 Vorräte beschafft. Das nennt sich... Also ich bin einfach wirklich ein Anfänger, ein Anführer. Ich gehe voraus und... Mach das schon. So, 5 Monate, dann ist das Ding fertig, dann kann ich den rekrutieren. Aber ich kann ja leider in der Zwischenzeit keine guten... Ach, da! Boah, das ist voll weit weg. Nee, das ist nicht so weit weg. Es geht. Pass auf, wir werden jetzt hier diesen Auftrag annehmen. Haha! Das ist nämlich ein Ränke-Spielauftrag. Und der gibt mir 131 Mark, wenn das klappt. Und 500 Vorräte. Das machen wir sowas von. Wir reisen hin... Wir reisen aber ohne unseren, ja, wir reisen ohne unser Lager, das bleibt da. Und ja, let's go. So, jetzt marschieren wir hier los, um dort den Vertrag, oh, was ist jetzt? Reise gut gezielt. In Teschen wimmelt es nur so von Wildtieren, weshalb Malagor Charter und ich uns einig sind, dass dies einen ausgezeichneten Ort für eine Jagd abgeben würde. Wir haben zwar nicht die Zeit, einen richtigen Jagdausflug zu unternehmen, doch während wir durch die Wildnis streifen, entdecke ich einen Wildkaninchen am Waldrand. Es hat auffällige Markierungen auf dem Fell und ich gebe Malagor Charter ein Zeichen, sich das Tier genauer anzusehen. Als sie das Kaninchen entdeckt, grinst sie. Was würdet ihr zu einer kleinen Wette unter Freunden sagen, Lehnsherr? Wer dieses makellose Kaninchen mit einem Pfeil trifft, gewinnt. Ich glaube, dass sie das sein wird. Ach nee, doch nicht. 67%, dass wir das machen. Die gibt uns 50 Öcken, wie sagt die, so viel Gold. Und wir halten... Oh, Hasenpfote-Artefakt. Das gibt mir dann Glück. Auf Ewigkeit. Wir werden dann sehen, was die... Oder ich muss ihr 50 Öcken geben. Das ist Quatsch. Ne, wir probieren es aber. 67%ige Wahrscheinlichkeit. Haha! Geil. Die freut sich. Die freut sich, dass sie mir 50 Gold... gegeben hat und gleichzeitig, ja, die liebt mich. Wer sich über den Triumph freuen kann, der muss mich lieben. So, wir hatten die Möglichkeit im Inventar, warte, wo war nochmal das, hier, jetzt das Artefakt auszurüsten. Was kann die denn, die Hasenpfote? Kampfgeschick +2, Prestige steigt im Monat. Ja, das werden wir sowas von einsetzen. Voll gut. Voll gut. Prestige steigt. Sehr, sehr fein. Okay, lass uns weiterziehen. Gefahr! Tückische Hänge. Während ich durch Schollner reite, genieße ich die schöne Aussicht vom Berghang aus. Als ich meinen Blick abwende, um mich wieder auf den steinigen Pfad vor uns zu konzentrieren, stelle ich fest, dass wir von einer Gruppe von Raufbolden umzingelt wurden. Ein riesiger Mann, vermutlich der Anführer, stellt sich vor unsere Karawane. Wenn ihr diese Berge durchqueren wollt, wird euch das etwas kosten. Es ist mir einerlei, wer ihr seid. Jeder, der meine Berge durchquert, zahlt. Oh Gott. Reden wir in Ruhe drüber. Ihr überredet den Räuber erfolgreich. Oder der muss mir 50 Mark, muss ich ihm überlassen. Oder ich kämpfe, sehr viel weniger erfolgsversprechend. Ich versuche darüber zu reden. Hahaha, und wir haben 75 Prestige erhalten. Mit unserer fleißigen Zunge haben wir jedes Problem waffenlos beseitigt. Tasconi, der örtliche Hauptmann und einige Offiziere begrüßen mich, als mein Gefolge das Armeeliger von Turoch betritt. Ich steige rasch ab, um die Kaserne zu inspizieren. Hier herrscht reger Betrieb. Ich nicke und schätze das organisierte Chaos, das ich beobachte. Was möchte mein Herr als nächstes tun, fragt Tasconi mit erwartungsvollem Blick. Übungskampf. Okay, ja, wir können 150 Prestige gewinnen und Kriegsführung dauerhaft steigern um 1 oder 75 Prestige verlieren und verwundet werden. Finde ich jetzt ein bisschen gefährlich. 32% auf eine Verwundung gefällt mir gar nicht. Was ist das für ein Apparat? Was ist das? 89%, ihr lernt etwas Neues. Kriegsführung steigt um... Oh Gott.
Ja, das können wir aber machen. Ihr solltet euch mir anschließen. Oh, Tasconi wird für das Reisegefolge rekrutiert. 50 Gold, das ist ja nicht so viel. Ja, er kann beleidigt sein. Aber was ist das für ein Typ? Ist es das wert? Was kann der denn? Ist der brillant? Das erstattet, sie ist ein Waldkämpfer, Jäger, Zäher, Soldat, zornig, faul und arrogant. Oh, das sind mir die Liebsten. Zornig, faul und arrogant. Aber er hat 17 Kampfgeschick. Und das finde ich gut. Wollt ihr ihn haben? Wollen wir es riskieren? Das heißt, 57%, dass es klappt. Ist 42%, dass er es rausfindet. Dann ist er richtig pisst. Aber das ist alles, was ich verliere. 5 Jahre lang 10 Meinung. Ist ja nicht so schlimm, oder? Wir sind ja bei plus 50. Finde ich nicht so schlimm. Ich probiere das für 50 Gold jemanden zu rekrutieren, ist schon nicht schlecht. Ja, geil. Hat geklappt. Hammer. Gefahr, das ist gut so. Wir sind gerade dabei, auf dem Weg nach Gümör das Morgenlager abzubrechen, als sich Tasconi schwer atmet und... Nein, ich habe mir einen Kranken gekauft. Ich habe mir original einen Kranken gekauft. Ach. Schwer atmet und kreidebleich in seiner Unterkunft vorfindet. Er zuckt unter meinem Blick zusammen und stößt ein brüllendes Husten aus. Hat sich Tasconi auch etwas eingefangen? Ist das eine Seuche? Hör auf. Nein. Okay. Also ich glaube, ich kenne ein Heilmittel auf 73%, dass er vollständig genesen ist. Oder 21 Tage warten. Prozent. Jetzt haben wir den gerade gekauft. Was ist denn mit unserem Auftrag? Drohen wir den zu verlieren? Ich meine, 21 Tage ist schon ganz schön viel Zeit. Ich glaube, es hat funktioniert. Hohoho, es hat funktioniert. Huhuhu. Okay. Haha, was ein Glück. Aber warte mal ganz kurz, kann ich dir nicht auch als Leibwächter noch anstellen? Leibwächter, ja hier, guck, Eignung durchschnittlich. Warum? Psch. Durchschnittliche Eignung. Vielleicht sind wir da. So, feindliche Erwerbungen. Die Anweisungen von Graf Sync sind klar. Findet einen Zeitpunkt, zu dem Jakob verwundbar ist. Erledigt alle Wachen, die er womöglich hat, und bringt ihn lebend und in Ketten zurück nach Gümör. Ja, so, jetzt müssen wir gucken, wie wir das machen. Also, pass auf. Grobian, das ist Kampfgeschick und Ränkespiel. Kampfgeschick. Also da sind ja dann... Das ist vielleicht sogar das Beste. Weil wir müssen definitiv die Wahrscheinlichkeit erhöhen. Und ich glaube, dafür sind die drei Sachen am besten dann. Ja, ich glaube, wir müssen das machen. Weil hier diese Zielscheibe erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass es klappt. Ja, das ist ja das, was wir wollen. Geheimhaltung ist eh schon gut. So, ich glaube, wir nehmen das hier jetzt. Zack. Oh, guck mal, die sind jetzt hier alle eingesetzt. Und wir können auf 87% kommen. Endlich, weil unsere Gefolgschaft jetzt... Was ist denn eigentlich mit Nandor? Ich denke, der ist weg. Aber das ist gut. 87%. So gut waren wir noch nie aufgestellt. Das liegt einfach daran, dass wir jetzt ein gutes Gefolge haben. Sie ist schon bei 100%.
Das heißt... Oh, was ist? Uff. Ich höre mich nun öfter solche Geräusche machen, wenn ich mich abends ans Lagerfeuer setze. Die Alten erzählen immer zu davon, wie ich dies eben einstellt, wenn man an Jahren hinzugewinnt. Doch ich bin erst 24. Nein. Nein, das ist die Abnutzung durch ein raues Leben. Ich sehe auch, welchen Tribut es anderen abverlangt. Zedschok ächzt ein bisschen, als er sich neben mich plumpsen lässt. 5 Jahre erholt und erfrischt. Für 15 Mark. Oder wir müssen uns da durchbeißen. Angeknackster Hals. Das wollen wir aber nicht. Nö, dann machen wir lieber 15 Mark. Zahlen wir jetzt. Und dann ist gut. So, was ich jetzt sehen wollte kurz. Ich habe immer noch gegen sie so ein... Aber das ist doch unnötig, ne? Sie ist doch schon bei... Sie ist schon bei 100%. Dann muss ich doch nicht noch ein... Komplott machen. Hier, das muss ich, oder muss ich das nochmal machen? Nee. Das kann ich doch jetzt. Die ist bei 100%. Das kann ich mehr geben. Dann nehme ich lieber den anderen Typen, der mich nicht mag. Nandor. Wo ist er? Den hier. Und der hässliche Frosch. Und dann versuche ich lieber mit ihm hier was zu machen. Was los? Ach, liebes Ding ist was anderes als Meinung. Aha. Ist es so? Ich kann die doch jetzt bestimmt. Na gut, pass auf, dann lassen wir das jetzt nochmal. Dann lassen wir diesen Komplott am Laufen. Und dann ist okay. So, wie sieht das hier aus? Oh, wir können auf 90% kommen. Das ist ja fantastisch. Das ist sehr, sehr gut. Wir sind schon bei 51%. Oh. Meine aufmerksame Freundin. Als ich neben Christina sitze und wir über Themen sprechen, die sie interessieren und ich ihr wunderschönes Lächeln sehe. Oh Gott. Unsere Blicke begegnen sich und mein Herz schlägt schneller. Oh Gott. Als sie errötet, wird mir klar, dass nicht nur ich die plötzliche Spannung in der Luft spüre. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, nein, aber sie ist 36. Ja, nee. Das geht nicht. Wir wollen nicht heiraten. Du bist 37, 36, das geht nicht. Es tut mir leid. Die Liebe ist stark, aber die Lendenfrucht muss gedeihen. Das geht nicht anders. Es geht einfach nicht. Es tut mir, sie ist wirklich super und so. Wir haben viel seit Tag 1 miteinander durchgestanden, aber es ist einfach leider nicht das, was ich brauche. So, wir könnten jetzt sogar schon den Komplott ausführen, aber wir warten natürlich noch. Wann läuft der denn ab, dieser Komplott? Also wann läuft der Auftrag ab? Das weiß ich gar nicht. Fruchtbarkeit geht bis 45. Ja, könnte man drüber nachdenken. So, wir sind hier jetzt bei 66%. Komm, das nächste nehmen wir noch mit und dann bei 90% sollte das eine sichere Bank sein, jetzt hier das Unterfangen. Da freue ich mich richtig drauf. Und dann ist Zahltag. Was hier? Achso. Und dann heirate ich die. So, 90% komplett ausführen. 90% hat geklappt. Komplott erfolgreich. Aha. Er ist in meinen sicheren Händen. 131 Goldstücke, 500 Vorräte. Und wir haben schwaches Druckmittel gegen Graf Sync. Ja, das ist sehr fantastisch. Und noch einen zynischen Spruch hinterher. So. Huch.
Graf Sync, spuckt Jakob, während ich ihm den Sack vom Kopf ziehe. Ich hätte wissen können, dass ihr das wart. Sync lächelt und gibt dem Gefangenen mit einer Geste zu verstehen, dass er vor ihm auf die Knie gehen soll. Ohne Umschweife trete ich Jakob in den Rücken, sodass er zu Boden stürzt. Ausgezeichnete Arbeit, Wilbald, frohlockt mein Auftraggeber, während er mir einen schweren Geldbeutel zuwirft. Das ist jede Münze wert. Ja, danke schön. Danke, danke, danke. Für dieses völlig zu Recht ausgesprochene Lob. Jetzt gehen wir zurück nach Hause. Genau, wir gehen wieder nach Hause. Wir haben ziemlich gutes Geld gefunden. Oh, was ihr? Nein, ach, hör auf. Nando ist leider sehr krank. Aber diesmal riskiere ich das nicht. Ich warte lieber 21 Tage. Und dann hat er sich vollständig genesen. So, was ist jetzt hier? Ist jetzt irgendwas passiert schon? Ah, 5, 4, 3. Irre. Nein, was jetzt? Es hat in den letzten Tagen geschneit. Und die Kälte ist unerträglich. Oh Gott. Wir müssen in Bewegung bleiben. 63%. Die Erfrierungsbehandlung ist erfolgreich. Oh Gott. Oh nein. Das ist schwierig. Oh, Glück gehabt. Oh, 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 oh. Das Balzen. Liebesdinge, die wilde Jagd. Als Malgorth Schäter eine Jagd vorschlug, zögerte ich nicht lange und organisierte eine. Ich würde alles tun, nur um mich am Anblick meines Augensterns zu weiden. Ich schleiche durchs Unterholz, meinen Page hinter mir und meinen Jagdhund knapp vor mir. Scheinbar hat er eine Spur gefunden, doch dann wird meine Konzentration von einem Aufschrei gestört. Ich komme zu euch, mein Liebling. Was? Warum? Beendet das Komplott? Nein. War wahrscheinlich nur ein Vogel. Wir machen weiter. So klar. Oh. Komplott erfolgreich! Binnen einer gefühlten Stunde, die in Wahrheit wohl lediglich eine Minute war, erreichte ich eine Lichtung. Malgorzata liegt vor mir auf dem Boden, zerzaust und ohne Waffe. Ihr gegenüber steht eine gewaltige Bestie, ein Hirsch, bereit zum Angriff. Mein Pfeil trifft das Biest und es fällt zu Boden. Einen Augenblick lang kann Malgorzata nur unglaublich starren, doch dann stolpert sie auf mich zu und wirft sich in meine Arme. Oho, ich brauche euch, mein Augenstern, hier und jetzt. Sie wird die Seelengefährtin von uns. Eine Seelengefährtin ist eine Sonderbeziehung, die für eine tief empfundene romantische Liebe steht. Sie ist eine stärkere Sonderbeziehung als eine Affäre. Ein Charakter kann immer nur eine Seelengefährtin haben. Ja, finde ich gut. Wir haben sie beschlafen. Ja, nö. Wir machen das. Mein Augenstern. So. Ach, jetzt ist auch einmal ein Wolf. Eben was ein Hirsch. Die Geschichte wird immer dramatischer. So. Das ist einfach ganz toll gelaufen. Jetzt werde ich die sofort zur Hochzeit auffordern. Und das machen wir jetzt. Ja, Heirat. Kinder werden in das Haus thronlos geboren. Chance auf Kinder moderat. Warum denn moderat? Ach. Sie kriegt 400 oder was? Und ich muss 200 bezahlen. Ja, was soll man machen, ne? Das muss jetzt ja passieren. Komm her, meine Gemahlin. Ja, wir sind jetzt super gut miteinander. Ich bin verheiratet. Herzlichen Glückwunsch! Ah! Wir haben eine holde Maid an unserer Seite. Happy, happy, joy, joy. So, kurz Pause machen. Wir sind wieder in unserem Lager angelangt. Pass auf, jetzt können wir nämlich Folgendes machen. Das Truppenübungsdingsbums ist fertig. Jetzt mal gucken, was wir hier an Leuten gerade haben. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6 Leute, die mit uns rumziehen.
Ich glaube, wir brauchen diesen krassen Typen jetzt gar nicht mehr kaufen. Weil wir haben jetzt ja einen Beschützer. Ich würde gerne Nandor noch mal ein bisschen bezirzen. Dass einfach die Meinung verbessert wird. Weil das finde ich ganz grässlich, dass der mich nicht so liebt. Ich mag das nicht, nicht geliebt zu werden von meinen Untertanen. So. Okay. Dann. Ja, wir könnten das Lager nochmal upgraden eigentlich, ne? Ja, stimmt. Ein Pavillon. Ah, was? So. Oh, kostet 350 Mark. Das ist eine Menge. Aber könnte ich nicht jetzt auch so oder so einen der Leute... Also jetzt habe ich zwei Leibwächter. Aber ich hätte doch jetzt auch Waffenmeister. Kein Höfling erfüllt die Anforderungen dieses Hofamtes. Ja, verstehe. Ich könnte jetzt nochmal die Stadt besuchen. Und auf den Übungsplatz gehen. So, der hier. Pavel. Ist der das von vorhin? Ist das derselbe Typ? Das ist ein anderer jetzt. Ist der das? Das ist er doch nicht mehr. Der hat ja auch nur noch 18. Naja, 18 ist schon nicht schlecht. Das ist der nicht mehr. Das ist ein anderer. Das ist ja so frech. Guck mal, wie sie mich anguckt. Sie mag mich. Nee, dann doch nicht. Dann zurück. Tschüss. Das hatte ich mir anders vorgestellt. Schade. Wir werden einfach weiterziehen. Und gibt es hier mittlerweile irgendwelche Aufträge, die wir annehmen sollten? In der Nähe? Nö. Wir ziehen einfach von Baronie zu Baronie. In die nächste Baronie. Und let's go. In die nächste Baronie. Wir werden gleich wahrscheinlich Nachwuchs bekommen. So, jetzt lass uns doch mal gucken, dass wir da mal in die Stadt gehen und dann gucken wir mal erstmal in die Taverne, hören uns eine Geschichte an. Ja, was hören wir hier? Exotische Verwaltung. Naja, gut. Wie kann man hier anheuern? Oh, was sind denn das für Leute? Oh Gott, alle sehr alt. Das ist der einzige, der ein bisschen Zukunft hat. Brauche ich aber auch alles nicht. Eigentlich brauche ich sowas. Oh, 22 Bildung. Nicht so schlecht. Die sind ja gar nicht so schlecht. Aber die wollte ich gar nicht haben. Gucken wir nochmal auf hier auf dem Truppenübungsplatz, was der so kann. Auch nicht überragend. 18 ist gut. Also ist sogar ausgezeichnet. Tatsächlich. So als Kämpfer, Mann. Aber der kostet auch nur 62. Das ist auch richtig günstig. Und es ist ein guter Es ist kein ausgezeichneter, aber es ist ein guter Waffenmeister. Aber der ist halt auch ein hinterlistiger, rachsüchtiger, sturer alter Sack. Also die Frage ist, ob ich so einen Typen überhaupt bei mir haben will. Und überhaupt nicht frömmig. Einfach gar keine Frömmigkeit im Leib. Ein ganz gefühlloser Antagonist. Guckt euch das an. Äußerst rachsüchtig. Was für ein schweiniger Mann. Unglaublicher Typ. Na gut, müssen wir ja nicht machen. So, an dieser Stelle mit hoffentlich baldigem Nachwuchs im Leibe meiner neu zur Gattin genommenen Bekanntschaft werden wir eine kleine Pause machen. Das war
Crusader Kings 3, das neue Add-on. Wir stromern als landloser Räuber durch die Lande und versuchen, unsere Dynastie zu Besitz und Ruhm zu bringen. Das wird offensichtlich noch eine Weile dauern, aber wir sind auf gutem Wege. Ich spüre das. Wir kommen so langsam voran. Wir haben jetzt schon eine große Gefolgschaft. Die nächsten Aufträge werden allesamt sehr viel leichter zu erfüllen sein, aufgrund dieser großen Gefolgschaft. Und der Weg zum Thron ist quasi schon eingeschlagen. Euch recht herzlichen Dank fürs Zusehen. Und gerne könnt ihr mir Tipps in die Comments hauen, wenn ihr welche habt, weil die kann ich gut gebrauchen. Macht's gut, tschüss und auf Wiedersehen.